Sehr geehrter Herr Professor Lammert, sehr geehrte Frau Landtagsvizepräsidentin Frau Schlupp, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Fassbinder, sehr geehrter Herr Stadtpräsident Herr Lisko, sehr geehrter Herr Staatssekretär Miras, sehr geehrter Herr Bevollmächtigter des Marschalls der Wojewodschaft Westpommern, Herr Dr. Opritzki, sehr geehrte Frau Stolarek, sie ist zugeschaltet. Ich weiß nicht, ob sie schon dabei ist. Sehr geehrter Herr Professor Dubasewicz, sehr geehrter Herr Paul, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste und Interessenten, ich heiße Sie sehr herzlich zu unserer Festveranstaltung Polen und Deutschland, Demokratie gemeinsam stärken. Willkommen. Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Anwesenheit. Unsere heutige Veranstaltung steht in einer direkten Verbindung zu den Tagen der politischen Bildung in Mecklenburg-Vorpommern. Diese werden jeweils an einem bestimmten Ort in Mecklenburg-Vorpommern eröffnet, in diesem Jahr in Greifswald. Die Tage der politischen Bildung Mecklenburg-Vorpommern starten alljährlich zum Internationalen Tag der Demokratie am 15. September und sie werden von verschiedenen Einrichtungen der politischen Erwachsenenbildung getragen. Was sich genau dahinter verbirgt, werden wir gleich von Tobias Paul noch erfahren. Im Rahmen dieser Initiative ist die heutige Veranstaltung entstanden. Sie wird ausgerichtet von der Friedrich-Ebert-Stiftung Mecklenburg-Vorpommern, der Heinrich-Böll-Stiftung Mecklenburg-Vorpommern und der Konrad-Adenauer-Stiftung Mecklenburg-Vorpommern. Bei den Vorbereitungstreffen war es ein einhelliger Wunsch, Sie, Herr Professor Lammert, als Referent und Diskutant zu einer gemeinsamen Veranstaltung einzuladen. Wir freuen uns sehr, dass sich dieser Wunsch mit Ihrer Zusage und dieser Veranstaltung erfüllt. Da die Tage der politischen Bildung hier in Greifswald eröffnet wurden und da wir uns hier in direkter Nachbarschaft zu unserem Nachbarland Polen befinden, zeichnete sich für uns sehr schnell die Themenrichtung ab, die Beziehung zwischen Deutschland und Polen. 2009 haben Sie, Herr Professor Lammert, in einem Beitrag für die politische Meinung die Notwendigkeit einer Annäherung, einer Aussöhnung und einer Verständigung zwischen Deutschland und Polen unterstrichen und dabei gefolgert, dass für eine Realisierung, ich zitiere, kontinuierliche Anstrengungen, politische Maßnahmen und ein vertrauensvoller Dialog erforderlich seien. Wir möchten heute einen Beitrag dazu leisten. Wir wollen über die deutsch-polnischen Beziehungen informieren, historische Bezüge in Erinnerung bringen, den Annäherungs- und Aussöhnungsprozess der letzten Jahrzehnte würdigen, Stärken und Schwächen reflektieren, die Bedeutung für Europa herausarbeiten und Perspektiven aufzeigen und diskutieren. Angesichts der dramatischen Entwicklungen in der Ukraine und in Russland und da die Auswirkungen dieses unsäglichen Kriegs Polen und Deutschland zunehmend erreichen und weil Deutschland und Polen als werteorientierte und basierte Nationen in einer Verantwortung stehen und sich darin sehen, liegt es auf der Hand, unsere Thematik auch in den Kontext dieser Entwicklungen zu stellen. Welche Folgen ergeben sich durch den Angriffskrieg für Polen und Deutschland? Wie verändert der Krieg die deutsch-polnischen Beziehungen? Unsere Veranstaltung haben wir als Festveranstaltung deklariert. Wir sprechen von einem Fest, da unser Vorhaben mit Ihnen, Herr Professor Lammert, ganz klar einen herausgehobenen Charakter angenommen hat. Und hält man sich vor Augen, wie die deutsch-polnischen Beziehungen im 20. Jahrhundert, vor allem im Nationalsozialismus, zerstört und fast unmöglich gemacht wurden, so haben wir heute angesichts einer großartigen Annäherung in den letzten Jahrzehnten allen Grund, von einem Fest zu sprechen. Und ein drittes, Deutschland und Polen sind Demokratien und sie sind in dem Haus der Europäischen Union miteinander verbunden. Das ist ein großes Glück.
Wir, die Veranstalter, danken allen Referenten für ihr Mitwirken. Wir danken Ihnen, liebe Gäste, für Ihr Interesse und ich wünsche uns allen eine sehr interessante Veranstaltung. Ja, herzlich willkommen. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Tobias Paul von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Vielen Dank für die Einleitung. Die Tage der politischen Bildung sind ein ganz besonderes Konstrukt, eine ganz besondere Zusammensetzung, weil sozusagen viele politische Stiftungen, die sind dort gezeigt, gemeinsam die Bedeutung der politischen Bildung halt würdigen wollen. Politische Bildung ist wichtig, wissen wir, und findet idealerweise ja auch vom Januar bis zum Dezember statt. Aber die Tage der politischen Bildung sind immer seit Jahren in der zweiten Septemberhälfte bis Anfang Oktober und versuchen durch dieses komprimierte Format deutlich zu machen, es gibt politische Bildung, es gibt sozusagen politische Bildung von verschiedensten Trägern landesweit und es soll eine Einladung sein, sich an diesen Formaten zu beteiligen. Das sind Festveranstaltungen, Workshops, Diskussionsrunden, online, analog. Alles ist möglich, alles ist denkbar. Und es soll dahin führen, zu informieren und gleichzeitig aber auch zuzuhören, was der andere zu sagen hat. Denn politische Bildung naheliegenderweise lebt ja von der Information, vom Austausch, gern auch vom konstruktiven Streit. Aber immer in dem Geiste zusammenzukommen, sich zu verständigen, idealerweise auch praktikable Lösungen, die nah am Menschen sind, zu entwickeln oder wenigstens darüber zu informieren, Perspektiven herauszuarbeiten. Und auch in diesem Sinne möge diese heutige Veranstaltung sein, zusammenzukommen, zuzuhören, zu diskutieren und die Bedeutung der Demokratie ein weiteres Mal irgendwie zu stärken. Denn dass Demokratie und Kooperation in diesen Tagen wichtiger denn je sind, brauche ich in diesem Kreis nicht weiter zu erwähnen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gute Veranstaltung, interessante Perspektiven und ein schönes Zusammenkommen und gebe dann gerne ab. Sehr geehrter Herr Professor Lammert, sehr geehrte Ehrengäste aus Polen, herzlich willkommen, sehr geehrte Gäste aus Greifswald und Umgebung. Ich freue mich, dass die Tage der politischen Bildung dieses Jahr hier in Greifswald in diesen schönen Räumlichkeiten eröffnet werden können. Die deutsch-polnischen Beziehungen, die eine Geschichte über 1000 Jahre haben, mit ganz vielen Höhen und Tiefen, hatten vor einiger Zeit nochmal wieder eine kleine Wendung genommen, die nicht vorherzusehen waren. Wir haben ja mit den Flüchtlingen aus der Ukraine auf einmal einen ganz neuen Menschenzustrom gehabt in eine ganz andere Richtung, unerwartet, überraschend. Und als dann die polnische Regierung oder auch polnische Städte, Kommunen sagten, bitte unterstützt uns, wir haben Probleme, wir kommen ganz viele Menschen zu uns, gab es natürlich bei dem einen oder anderen so ein bisschen den Reflex, naja, jetzt seht ihr mal, wie es uns 15, 16 gegangen ist und da habt ihr auch gesagt, das ist euer Problem, das habt ihr selber geschaffen, guckt mal, wie ihr damit zurande kommt. Aber das ist natürlich genau der falsche Ansatz und zum Glück hat sich dieser Ansatz überhaupt nicht durchgesetzt, ganz im Gegenteil. Ich kann hier nur für Greifswald sprechen, aber ich war schon sehr beeindruckt, welche Unterstützung hier in Greifswald, aus Greifswald heraus geleistet wurde für die Versorgung, die Hilfe, die Unterstützung der ukrainischen Flüchtlinge. Und zwar ausdrücklich nicht nur derjenigen, die hier in Greifswald angekommen sind oder dass wir Hilfsgüter in die Ukraine gebracht haben, sondern auch sehr ausgeprägt, dass wir unsere polnischen Partnerstädte in erster Linie Goljenow und Stettin unterstützt haben, die ja noch eine ganz andere Anzahl an Menschen aufgenommen haben, empfangen, versorgt und so mussten. Also insofern hat dieser von mir am Anfang erwähnte Reflex zum Glück nicht zugeschlagen, sondern ganz im Gegenteil, wir sind da kooperativ zusammengewirkt, viele, viele, viele Menschen. Als Oberbürgermeister bin ich ja weniger der Theoretiker oder der Wissenschaftler, sondern derjenige, der die Praxis begleitet, die Praxis gestalten kann. Und ich bin gebeten worden, ein paar Worte zu sagen, wie sich bei uns die deutsch-polnische Zusammenarbeit in Greifswald in den letzten Jahren gestaltet hat, was unsere Ziele sind, wo wir vorangegangen sind und was vielleicht auch nicht geklappt hat, denn auch das gehört dazu, aus Misserfolgen kann man lernen. Wir haben zwei polnische Partnerstädte, Goljenow schon sehr lange und seit jetzt auch schon eine ganze Weile die große Stadt, unsere große Nachbarstadt Stettin. Viele, viele Projekte werden gemeinsam, vor allem finanziert über EU-Programme, Interreg ist das Hauptbeispiel, durchgeführt. In letzter Zeit, und da bin ich sehr froh drum,
ist man ein wenig weggegangen von Investitionsprogrammen, die auch wichtig sind, sondern wirklich zu Begegnungsprogrammen. Gerade der Corona-Topf, der bei Interreg aufgelegt wurde, hat dazu geführt, dass wir insbesondere mit Goljenow, aber auch mit Stargard wirkliche Begegnungsprogramme organisiert haben. Die Musikschulen haben sich ausgetauscht, haben zusammen Projekte entwickelt. Die Seniorinnen haben Projekte entwickelt, zusammen sich begegnet. Die Kitas haben zusammen was gemacht, die sozialen Einrichtungen. Und wir haben bei diesen Partnerschaften, und das finde ich sehr wichtig, wirklich das Stadium erreicht, dass sich nicht nur die Oberbürgermeister treffen, was auch wichtig ist, aber dass sich die Menschen treffen, die Initiativen, die Einrichtungen, sich austauschen, zusammengestalten. Und das ist auch das Ziel, da müssen wir hinkommen. Und da sind wir inzwischen glücklicherweise in vielen Fällen. Hier vor Ort versuchen wir auch immer wieder, das ist auch mein persönliches Anliegen von mir, polnische Sprache, polnische Kultur, polnische Begegnung hier nach Greifswald zu bringen oder Menschen zu motivieren aus Greifswald, sich damit zu beschäftigen. Es gibt immer noch erstaunlich viele GreifswalderInnen, die weder in Polen, geschweige denn in Stettin gewesen waren, was mich sehr überrascht und auch wo ich dran arbeite, dass das immer weniger werden. Zwei Beispiele. Ich habe bei mir in der Verwaltung über mehrere Halbjahre hinweg für die Mitarbeitenden der Verwaltung Polnischsprachkurse angeboten, die sehr gut angenommen worden. Und wie das so ist mit den europäischen Förderprogrammen, gehört dann die Begegnung dazu. Wir waren auch mit einem ganzen Bus von Mitarbeitenden dann in der Stadtverwaltung Stettin, auch wenn die Gespräche dort in erster Linie auf Deutsch und Englisch stattfanden. Und noch nicht auf Polnisch, weil wir ja meistens sehr schlecht oder gar nicht Polnisch können, war das eine sehr wichtige Begegnung, die wir fortsetzen werden. Wir nutzen Erasmus Plus für die Auszubildenden der Stadtverwaltung und schicken sie zum Beispiel nach Goljenow oder auch in andere Partnerstädte, nach Lund oder Tartu. Und auch die jungen Leute muss man den einen oder anderen ein wenig schubsen und drängeln, dass er so etwas macht. Aber wenn er es dann macht, ist man meistens sehr begeistert und kommt mit vielen, vielen neuen positiven Eindrücken zurück. Und genau das ist unser Ziel, wo wir hinkommen müssen. Aber wir hatten vor einigen Tagen auch einen wirklich sehr, sehr großen Erfolg, der mich gefreut hat, dass es geklappt hat. Eine Idee von Herrn Bürgermeister Krzysztek und mir vor einigen Jahren schon fast als Vision nur in den Raum geworfen. Wie wäre es denn, wenn wir einen deutsch-polnischen Studiengang zur Lehrerausbildung ins Leben rufen könnten? Ich muss gestehen, ich habe nicht wirklich geglaubt, dass es klappt, aber es hat geklappt. Und das macht mich stolz und zufrieden. Das haben dann die Universitäten ja übernommen und auch die zuständigen Ministerien auf Landesebene und auf Bundesebene oder Landesebene in Polen. Er ist eröffnet worden. Es gibt schon im ersten Jahr Studierende, die diesen Weg auf sich gehen wollen, der nicht einfach ist. Das Ziel ist ja, dass ich nachher fähig bin, in Deutschland und in Polen als Lehrer zu arbeiten. Und Sie können sich vorstellen, allein sprachlich ist das schon eine große Herausforderung. Aber ich bin wirklich stolz, dass wir das geschafft haben. Und genau da müssen wir noch viel, viel mehr solche Wege gehen. Für mich ganz wichtig ist bei allem Austausch ist wirklich die Begegnung der Menschen. Das kann ganz klein sein, das kann beim Einkaufen anfangen, beim Opernbesuch in der Kita. Und Begegnung per se ist ja manchmal gar nicht so einfach zu organisieren, nach dem Motto, wir machen jetzt was, wo ihr euch begegnete, sondern es ist oft einfach, man macht etwas und dann findet Begegnung statt. So wie mit dem Sprachkurs, den ich erwähnt habe, da war die Begegnung nicht das Primärziel, aber sie hat stattgefunden. Und das ist das Wertvolle. Viele andere Projekte könnte ich noch aufzählen. Wir in Greifswald sehen uns ja wirklich als Ort, der ganz stark nach Polen guckt, mit Polen zusammenarbeitet. Ganz viele Polen leben in Greifswald. Ich erzähle immer, das signifikanteste Zeichen ist, dass die hiesige katholische Gemeinde seit einigen Jahren einen polnischen Kaplan hat, was eben zeigt, wie viele Polen auch bei uns leben. Und sie leben und arbeiten in allen Branchen, vom Reinigungs- bis zum Klinikdirektor. Und das ist gut so. Und da wollen wir auch weiterhin, davon profitieren wir. Hier sind die Tage der politischen Bildung, die wir heute eröffnen. Ja, politische Bildung, und ich glaube, das brauche ich niemand hier im Raum sagen, ist wichtiger denn je. Politische Bildung braucht Demokratie. Demokratie ist etwas, was nicht selbstverständlich ist, was nicht jeder sofort als die ideale Lösung ansieht. Man hört immer wieder so den Ruf oder Rufe der Art wie, ah, die sollen nicht so stundenlang quatschen, die sollen endlich entscheiden oder da muss doch einer mal sagen und dann schon das Richtige tun oder so ein bisschen der Ruf nach dem starken Mann oder vielleicht auch mal der starken Frau und nicht dieses ewige Quatsche und da kommt doch nichts bei raus und so weiter. Ich versuche dann immer zu vermitteln, dieser Ruf nach der Entscheidung findet man ja nur dann so lange gut, solange die Entscheidung auch in meinem Sinne ist. Diese Entscheidung des starken Mannes könnte ja auch in eine ganz andere Richtung gehen und dann wäre ich vielleicht lieber froh, wenn ich vorher hätte die Chance, Einfluss zu nehmen und das kann ich eben nur in einer Demokratie. Politische Bildung muss ganz früh anfangen, muss gelernt werden, Demokratie. Das muss in den Schulen losgehen, das muss in den Kitas losgehen. Wir machen in unseren Kitas inzwischen so eine Art
Vertretungen, natürlich noch nicht die klassischen Klassensprecher, da sind 3-4-Jährige noch überfordert, aber wir versuchen schon bei Kitas das mitzunehmen, dieses Miteinbinden, dieses Mitbestimmen, Mitreden, Mitdiskutieren und auch, und das ist ja manchmal nicht einfach, Kompromisse auszuhalten, Kompromisse zu erringen. Kompromiss heißt ja immer, ich habe nicht 100% das geschafft, was ich eigentlich wollte, aber das auch auszuhalten und damit zu leben. Aber die politische Bildung muss natürlich weitergehen. Wir versuchen in Greifswald einiges auch dazu zu machen. Wir haben sehr viele Bürgerbeteiligungsformate geschaffen, denn nur wenn ich sehe, ich kann Einfluss nehmen, ich kann mitbestimmen, lerne ich auch, dass es wertvoll und wichtig ist. Und ich bin überzeugt, die Ergebnisse sind am Ende auch besser, als wenn es irgendwo einsam entschieden wird. Wir haben letzte Woche Demokratische gehabt. Das ist ein Format, was wir vor einigen Jahren eingeführt haben, wo sich Gruppen austauschen können. Funktioniert hervorragend, bin ich sehr stolz drauf. Wir werden das ausbauen. Ich wünsche den Tagen der politischen Bildung, insbesondere natürlich der heutigen Veranstaltung, ein gutes Gelingen, viele neue, gute Eindrücke, vielleicht auch manche kontroverse Auseinandersetzung. Ich freue mich sehr, Herr Professor Lammer, dass Sie uns mit einem Festvortrag beehren hier in Greifswald. Bin schon ganz neugierig, was Sie uns mitbringen und bedanke mich bei allen Beteiligten, dass Sie diese Veranstaltung hier nach Greifswald geholt haben und wünsche natürlich auch allen anderen Formaten, die in den Tagen noch folgen, ganz, ganz, ganz viele interessierte Besucherinnen. Herzlichen Dank und herzlich willkommen in Greifswald. Sehr geehrte Honorationen und Würdenträgerinnen, verehrtes Publikum, liebe Gäste unserer heutigen Veranstaltung, Shanovni Panstvo. Mein Name ist Roman Dobasevich, ich bin Juniorprofessor für ukrainische Kulturwissenschaft an der Universität Greifswald und habe heute diese ehrenvolle Aufgabe und ein großes Privileg, heutige Morgenrunde zu moderieren und zu begleiten. Und als Ersten möchte ich unseren heutigen Redner vorstellen, Herr Professor Dr. Norbert Lammert. Er wurde bereits mehrmals erwähnt. Ich glaube nicht, dass ich eine ausführliche Vorstellung für ihn brauche. Es sei nur erwähnt, dass Herr Professor Lammert einer der prominentesten Politiker dieses Landes ist, ein langjähriger Vizepräsident und dann Präsident des Deutschen Bundestages. Von 2005 bis 2017 bekleidete er diesen Posten, 12 Jahre lang. Er selbst ist promovierter und habilitierter Sozialwissenschaftler, der sich in seiner wissenschaftlichen Laufbahn viel mit dem Zusammenspiel zwischen regionalen Parteistrukturen beschäftigt hat und der offenbar diese Interessen sehr erfolgreich, sehr eindrucksvoll in seine politische Karriere auch übersetzen oder umsetzen könnte. Und seit dem 1. Januar 2018 ist Professor Lammert Vorsitzender der renommierten Konrad-Adenauer-Stiftung. Und als wir uns kurz vor unserer Versammlung unterhalten haben, was er gerne erwähnt haben möchte, hat er mir gesagt, dass er in seiner Funktion als 12-jähriger Präsident des Deutschen Bundestages 8 verschiedene Präsidenten, Kollegen des polnischen Sejms erleben konnte. Das heißt, wir haben hier mit jemandem zu tun, der wirklich für eine Kontinuität steht im deutsch-polnischen Dialog und der sich auch sehr dafür eingesetzt hat. Herr Professor Lammert, vielen Dank, dass Sie heute nach Greifswald kommen konnten. Und ich bitte Sie ums Wort. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Dobasevich, für die freundliche Begrüßung. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Herr Stadtpräsident, Frau Vizepräsidentin, Herr parlamentarischer Staatssekretär, liebe Repräsentantinnen und Repräsentanten der politischen Stiftung, meine Damen und Herren. Demokratie gemeinsam stärken ist offensichtlich eine Daueraufgabe, deren Dringlichkeit allerdings nicht zu jedem Zeitpunkt gleich offensichtlich ist. Tatsächlich zeigen aber nicht nur die großen historischen Erfahrungen, sondern auch die aktuellen Entwicklungen, dass Demokratien ganz offensichtlich nicht ein für alle Mal gesicherte politische Systeme sind. Dass sie ärgerlicherweise sogar für Fehlentwicklungen und Brüche eher anfälliger sind als autoritäre Systeme. Weil sie, das liegt in ihrer Konstruktion begründet, strukturell
viel empfindlicher auf Veränderungen in der Gesellschaft reagieren, als autoritäre Systeme das tun müssen. Und dass sie deswegen im Ergebnis tatsächlich mit dem Engagement von Demokraten stehen und fallen. Dass das selbst für eine so lange stolze und scheinbar unanfechtbare Demokratie wie in den Vereinigten Staaten zutrifft, ist zu unser aller Überraschung und Enttäuschung in den letzten Jahren unübersehbar geworden. Dass auch die Europäische Union, die sich ausdrücklich als eine Staatengemeinschaft demokratischer Staaten versteht, auch keine durch diese Hülle für alle gesicherte Rahmenbedingung für unanfechtbar demokratische Strukturen und Verhältnisse darstellt. Das zeigen die Auseinandersetzungen in den Mitgliedstaaten und ganz aktuell ein vom Europäischen Parlament angenommener Bericht über die Situation in Ungarn, die zu dem doppelt bemerkenswerten Befund führt, in der Wahrnehmung der gewählten Parlamentarier Europas, dass Ungarn im Augenblick kein in vollem Umfang demokratisches System sei. Es versteht sich beinahe von selbst, dass sich die Einladung der politischen Stiftungen bei den jährlichen Tagen der politischen Bildung mitzuwirken schon aus diesem Grunde besonders gerne angenommen habe. Und ich will mich an dem in der anschließenden Diskussion ja beabsichtigten gemeinsamen Nachdenken gerne beteiligen, welchen Beitrag zur Sicherung und Weiterentwicklung von Demokratie insbesondere die beiden großen Nachbarn Deutschland und Polen leisten können. Ob das ein Festvortrag wird, weiß ich noch nicht so genau. Ist vielleicht auch nicht so wirklich wichtig. Es ergibt aber hoffentlich ein paar Anknüpfungspunkte für eine Diskussion, die wir dann später gemeinsam führen wollen. Unter den vielen herausragenden Kalenderdaten, die es in der mehr als tausendjährigen deutsch-polnischen Geschichte gibt, ist der 17. September nicht besonders auffällig. Aber unbedeutend ist er eben auch nicht, weil es mindestens zwei Ereignisse gibt, die sich mit diesem Datum verbinden, die für die jüngere deutsch-polnische Geschichte eine erhebliche Bedeutung haben. Am 17. September 1939, also heute vor 83 Jahren, marschieren nach dem deutschen Überfall auf Polen zwei sowjetische Heeresgruppen gemäß dem geheimen Zusatzprotokoll des Hitler-Stalin-Paktes in Ostpolen ein. Und nachdem die Wehrmacht beim Überfall auf Polen die westpolnischen Gebiete und die Rote Armee daraufhin mit heutigem Datum vor 83 Jahren Ostpolen militärisch besetzt hatte, wurde mit dem deutsch-sowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrag vom 28. September 1939, den fast niemand mehr auf dem Schirm hat, weil es, wenn überhaupt, die Erinnerung an den sogenannten Nicht-Angriffspakt zwischen Deutschland und Russland gibt. Aber mit einem Zusatzabkommen, einem deutsch-sowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrag vom 28. September 1939, wurde nicht nur eine engere Zusammenarbeit der beiden Staaten vereinbart, sondern auch die Interessengebiete neu abgesteckt. Und Bestandteil dieses Vertrages war ein Geheimabkommen zur Aufteilung Polens, nachdem die baltischen Staaten einschließlich Litauen der Sowjetunion zugeschlagen wurden und andere Teile Mittel- und Osteuropas dem Deutschen Reich. Das war gewissermaßen
die zwischen zwei souveränen Staaten vereinbarte vierte polnische Teilung. Das andere für die Gegenwart glücklicherweise noch bedeutendere Ereignis, das sich mit dem 17. September verbindet, hat 1980 stattgefunden, also vor 42 Jahren. An dem Tag wird nämlich die unabhängige Gewerkschaft Solidarność als Zusammenschluss bis dahin entwickelter verschiedener Streikkomitees gegründet und Lech Wałęsa zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Dass die Gründung dieser polnischen Gewerkschaft nicht nur für die weitere polnische Entwicklung, sondern für die deutsche geschichtliche Entwicklung eine überragende Bedeutung bekommen sollte, das hat man sich damals vermutlich weder auf deutscher noch auf polnischer Seite vorstellen können. Dass aber die Entwicklung, die in der damaligen DDR nicht erst in den 1980er Jahren, aber insbesondere in der Zeit vom Anfang bis zum Ende der 80er Jahre stattgefunden hat und der schließlich zum Fall der Berliner Mauer, zum Fall eines autoritären Regimes, zur Überwindung von Mauern und Trennungen nicht nur in Deutschland und in Europa stattgefunden hat oder geführt hat, dass diese Entwicklung gar nicht hätte stattfinden können, wenn sie nur in Deutschland stattgefunden hätte, sondern dass sie überhaupt nur erklärbar und in ihren historischen Ergebnissen nur verständlich ist im Kontext einer Entwicklung, die auch anderswo ganz maßgeblich begonnen und mit erheblicher Sogwirkung stattgefunden hatte. Das gehört zu den inzwischen gesicherten Erkenntnissen der Zeitgeschichte. Und ist im Übrigen eine hinreichende Erklärung dafür, warum ich dem damaligen polnischen Staatspräsidenten Lech Kaczynski bei seinem ersten Staatsbesuch in Berlin auf eine entsprechende Anfrage gerne zugesagt habe, an den Beitrag der Solidarność für die Überwindung der deutschen Teilung in geeigneter Weise in Berlin am Reichstagsgebäude zu erinnern. Und ein paar Jahre später habe ich mit dem damaligen Sejm-Marschall, also polnischen Parlamentspräsidenten und späteren Staatspräsidenten Bronisław Komorowski, am Reichstagsgebäude ein Stück der Danziger Werft aufbauen lassen, über das Lech Wałęsa am 14. August 1980 gesprungen ist, um den Streik in Gang zu setzen, der nicht nur Polen verändert hat. Mindestens ist dies ein gewissermaßen steingewordenes oder steingebliebenes Symbol einer ganz besonderen Verbindung, die seitdem zwischen unseren beiden Ländern besteht. Und es ist natürlich ganz bewusst auch eine Demonstration unseres Verständnisses der Bedeutung, die die polnische Entwicklung für die deutsche Entwicklung gerade in der allerjüngsten Vergangenheit gehabt hat. Es gibt im Übrigen, was manche von Ihnen, aber vermutlich nicht alle, wissen, eine ganz besondere Beziehung der Adenauer-Stiftung zum Fall der Mauer. Denn der berühmte Besuch, den Helmut Kohl am 9. November 1989 nach Warschau angetreten hat, sollte auch zusammen mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mazowiecki der Eröffnung eines Büros der Adenauer Stiftung in Warschau dienen, die als erste Stiftung vor den großen Ereignissen, die das nachträglich als schiere Selbstverständlichkeit erscheinen lassen, unser besonderes Interesse an der Entwicklung dieses Landes und unsere Bereitschaft zur Mitwirkung an den Veränderungen zum Ausdruck bringen sollten. Und Sie wissen alle, dass
Helmut Kohl mit seiner Delegation, zu der auch Bernhard Vogel, der damalige Vorsitzende der Adenauer Stiftung, gehörte, dann am 9. November in Warschau vom Fall der Berliner Mauer erfuhr. Und er dann am nächsten Morgen seinen Besuch abgebrochen hat, mit der Ankündigung, er käme wieder, sobald sich das ermöglichen lasse. Was, wie mir vielfach später polnische Gesprächspartner gesagt haben, kein Pole geglaubt hat. Aber er kam 2 Tage später wieder und hat dann am 11. November mit Tadeusz Mazowiecki die denkwürdige Versöhnungsmesse in Kreisau begangen, die wiederum eine der vielen symbolischen Gesten für ein damals wie heute von beiden Seiten gewolltes und nun auch erstmals für möglich gehaltenes, grundlegend anderes Verhältnis zwischen diesen beiden Staaten geworden ist. Begonnen hat im Übrigen der Aussöhnungsprozess zwischen 2 Nachbarstaaten, die sich in ihrer jeweils wechselhaften Geschichte in einer ganz besonderen Weise verbunden gewesen sind. Begonnen hat der Aussöhnungsprozess mit Initiativen der Kirchen in den 1960er Jahren. Es gab, ich erinnere mich als Penäler sehr lebhaft an diese damalige Initiative. Ich war da 1-2 Jahre vor dem Abitur, als es eine sogenannte Ostdenkschrift der evangelischen Kirche in Deutschland gab, in der sich damals Repräsentanten der evangelischen Kirchen in Deutschland mit der jüngeren Vergangenheit der deutsch-polnischen Beziehungen und deren Bedeutung für die Situation eines geteilten Europa auseinandersetzten. Und in dieser Denkschrift wurde ausdrücklich Flucht und Vertreibung als direkte Folge des nationalsozialistischen Terrors bezeichnet und für ein Polen in sicheren Grenzen geworben. Das kommt uns heute nicht so sonderlich mutig und schon gar nicht besonders originell vor. Es war damals aber in die deutsche Öffentlichkeit gesprochen eine nicht nur ungewöhnliche, sondern auch mutige Ansage. Denn das wird den meisten von Ihnen mindestens einleuchten, dem einen oder anderen vielleicht auch noch in Erinnerung sein. Den meisten Westdeutschen oder die meisten Westdeutschen interessierte damals am deutsch-polnischen Verhältnis nicht das polnische Interesse an einer gesicherten Grenze, sondern das Schicksal der Heimatvertriebenen, die ihre angestammte Heimat verloren hatten. Punkt, Ende der Durchsage. Auf polnischer Seite war es spiegelbildlich, umgekehrt. Dass da deutsche Kirchen sagten, hallo, wir müssen mal beides in den Blick nehmen und insbesondere das Verhältnis von Ursache und Wirkung zur Grundlage unserer weiteren Bemühungen machen. Das war damals neu und hatte nicht unmittelbar, aber wie wir heute sagen können, mittelbar die gewünschte Wirkung. Zumal es wenige Monate später zum Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils den denkwürdigen Brief der polnischen katholischen Bischöfe an ihre deutschen Amtsbrüder gab, mit dem viel zitierten Satz, in diesem allerchristlichen und zugleich sehr menschlichen Geist strecken wir unsere Hände zu ihnen hin, gewähren Vergebung und bitten um Verzeihung. Das war ähnlich originell. Und haben viele Polen, übrigens auch viele polnische Katholiken, für mindestens übertrieben, wenn nicht schlicht überflüssig gehalten. Aber ohne solche Initiativen, die zunächst mal keine
operative Bedeutung hatten. Darüber hat kein Parlament befunden. Das wurde weder beschlossen, noch wurde es abgelehnt. Es stand zunächst mal als Botschaft in der Landschaft. Ohne diese Initiativen lassen sich manche der späteren Entwicklungen nur schwer vorstellen. Nun könnte man und müsste man schon gar mit der Androhung eines Festvortrages vieles über die deutsch-polnischen Beziehungen vortragen, über eine ungewöhnlich turbulente Geschichte, über Städtepartnerschaften, über Jugendbegegnungen, über Sprachentwicklung in dem einen wie in dem anderen Land, über die Zugehörigkeit über Jahrzehnte hinweg zu unterschiedlichen Blöcken, die sich bis an die Zähne bewaffnet wechselseitig gegenüberstanden, ihre heutige scheinbar wieder selbstverständliche Zugehörigkeit zu ein und derselben europäischen Staatengemeinschaft, zu Wirtschaftsbeziehungen und vielem anderen mehr. Ich kann das, wenn überhaupt, nur mit ein paar Stichworten ansprechen und freue mich darauf, wenn wir das ein oder andere dann vielleicht nachher im Gespräch miteinander vertiefen können. Auffällig ist jedenfalls schon, dass es mindestens nach meiner Wahrnehmung nur eine zweite, in ähnlicher Weise organisierte, strukturierte und nicht nur symbolische, sondern auch tatsächliche breite Kooperation gibt, wie zwischen Deutschland und Polen. Und das ist die Kooperation zwischen Deutschland und Frankreich. Und das ist nicht zufällig so, denn nicht nur sind das die beiden großen deutschen Nachbarn auf westlicher und auf östlicher Seite, es sind auch die beiden schwierigen Nachbarn. Oder, um Missverständnisse zu vermeiden, für die Franzosen ist Deutschland ein ähnlich schwieriger Nachbar gewesen, wie Deutschland für Polen ein schwieriger Nachbar gewesen ist. Und in beiden Fällen ging es für die Begründung eines neuen Verhältnisses nicht um diese oder jene kleinere Grenzfrage, um diesen oder jenen mehr oder weniger bedeutenden Konflikt, sondern ein grundsätzliches Verständnis des Zusammengehörens und des Überwindens von teilweise jahrhundertealten tatsächlichen und vermeintlichen Bedrohungen, mindestens Bedrohungsgefühlen und der Schaffung einer Vertrauensbasis, die für die Zukunft andere Entwicklungen ermöglicht. Es gibt inzwischen zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen Deutschland und Polen über 500 Städtepartnerschaften. Es gibt ein deutsch-polnisches Jugendwerk, an dessen Projekten inzwischen über 3 Millionen junge Leute teilgenommen haben. Es gibt hunderte von Universitäts- und Hochschulpartnerschaften, in denen in konkreten Projekten gemeinsam Deutsche und Polen über geisteswissenschaftliche, historische oder technische oder naturwissenschaftliche Projekte arbeiten. Es gibt Bemühungen um die Entwicklung gemeinsamer Schulbücher, um Ereignisse der gemeinsamen Geschichte, wenn schon nicht in ein und derselben Weise zu erzählen, dann doch jedenfalls so zu erzählen, dass die jeweils andere Betrachtungsweise auch diejenigen erreicht, die zum ersten Mal damit konfrontiert werden. Ließe sich die Entwicklung von Nachbarschaftsbeziehungen allein oder jedenfalls hauptsächlich in der Entwicklung der Handelsbeziehungen dokumentieren, wäre die deutsch-polnische Entwicklung seit 1990, seit dem Fall der Mauer, seit dem deutsch-polnischen Freundschaftsvertrag eine einzige, erstaunliche und schwer überbietbare Erfolgsgeschichte. Ich habe auf dem Weg hierher mir nochmal, weil das ja heute leicht im Internet nachzuforschen ist,
die Daten der Handelsbeziehungen herausgesucht, die zwischen 1990 bzw. 91, also dem damaligen deutsch-polnischen Freundschaftsvertrag, und heute sich ergeben haben. Das Handelsvolumen zwischen Deutschland und Polen betrug 1991 8 Milliarden Euro. 10 Jahre später, 2001, hat es sich mehr als verdreifacht, 26 Milliarden Euro. 2011, noch einmal 10 Jahre später, hat es sich mehr als verdoppelt, 65 Milliarden Euro. 2020, das ist der letzte dokumentierte Stand der Handelsbeziehungen, hat es 123 Milliarden Euro erreicht. Damit ist Polen der fünftgrößte Handelspartner der Bundesrepublik Deutschland. Natürlich hinter China und den Vereinigten Staaten und Frankreich und den Niederlanden, aber vor Italien, das eine mehr als doppelt so große Bevölkerung hat. Vor Großbritannien, vor Tschechien, vor Belgien, auch vor Spanien. Das ist das westeuropäische Land, das ziemlich genau die gleiche Einwohnerzahl wie Polen hat. Und das mit 69 Milliarden Euro Handelsvolumen, gerade mal halb so stark mit der deutschen Wirtschaft verflochten ist wie Polen. Es ist sicher gut, dass es so ist. Aber jeder kritische, auch selbstkritische Blick auf die deutsch-polnischen Beziehungen wird sofort einräumen müssen. Ein hinreichender Nachweis für den Stand der deutsch-polnischen Beziehungen sind die Wirtschaftsbeziehungen auch nicht. Mindestens wird man sagen können, mit Blick auf die erstaunliche Entwicklung der Handelsbeziehungen, hier ist Handel durch Wandel möglich geworden. Ohne die Zugehörigkeit Polens zur Europäischen Union, ohne die vertraglichen Vereinbarungen, auch bilateralen vertraglichen Vereinbarungen zwischen Deutschland und Polen, wäre diese Entwicklung schlicht unvorstellbar. Aber das im Übrigen nicht nur in den Beziehungen zwischen Staaten, sondern im Übrigen ja auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Arbeitsplätze und Einkommen, ein wichtiger, aber kein abschließender Indikator für die Enge oder Ferne, für den Grad der Beziehungen sind, das gehört nun auch zu den gesicherten Lebenserfahrungen, die sich nicht nur im Verhältnis zwischen Deutschland und Polen beobachten lassen. Der Oberbürgermeister hat vorhin darauf hingewiesen, dass er ein bisschen erstaunt sei, dass es immer noch selbst in Grenzregionen eine sehr unterschiedliche Bekanntschaft mit den jeweiligen Nachbarstädten und Regionen gibt. Das ist im Übrigen im Gesamtländervergleich noch ausgeprägter. Wenn man sich jüngere Statistiken ansieht, dann fällt auf, dass seit 1989-90 mehr als 50% der befragten Polen irgendwann und irgendwo mal in Deutschland gewesen sind, während das nur für 33% der Deutschen zutrifft. Aufschlussreich ist allerdings auch, es gibt ja regelmäßige Untersuchungen über deutsch-polnische Beziehungen, vor allen Dingen über Stimmungen, Erwartungen in Deutschland und in Polen, dass sowohl die große Mehrheit der Polen wie die große Mehrheit der Deutschen die Beziehung zwischen beiden Ländern als freundschaftlich und solide empfindet, von den Eintrübungen, die es an der einen oder anderen Stelle im Einzelnen mal geben mag, ziemlich souverän abgehoben, und dass sich mehr als 40% eine Verstärkung dieser Zusammenarbeit erhoffen. Wobei es auch hier allerdings nicht uninteressante kleine Unterschiede gibt. Wenn es um die Zusammenarbeit
Verbindung mit Verteidigung und Sicherheit und NATO gibt, sagen, dass 29% der Polen und 29% der Polen und 26% der Deutschen, also eine fast gleich große Kategorie. Wenn es um gemeinsame Asylpolitik geht, wird das schon etwas deutlich unterschiedlicher. Da sagen 27% der Deutschen, sie wünschten sich eine gemeinsame europäische Asylpolitik. Auf polnischer Seite sind das 13%. Und es ist in dem Katalog der Themen, die man sich für eine verstärkte europäische Zusammenarbeit wünscht, auf polnischer Seite an letzter Stelle der Themen, bei denen man eine europäische Politik wünscht. Das führt uns dann in die Nähe dessen, was im deutsch-polnischen Verhältnis natürlich auch immer mal wieder kontrovers ist. Vorhin war schon die Rede davon, dass es im Zusammenhang mit den dramatischen Entwicklungen in der Ukraine nach dem Angriffskrieg Russlands auf dieses große Nachbarland eine erstaunliche Bereitschaft gerade in Polen gegeben hat, die damit verbundenen Flüchtlingsströme aufzugreifen. Und diese Bereitschaft ist in Deutschland mit einer Mischung aus Respekt und Erstaunen zur Kenntnis genommen worden, weil sie ja in einem auffälligen Kontrast zu der demonstrativen Zurückhaltung steht, mit der frühere Flüchtlingsströme, nicht nur, aber auch in Polen, nicht nur betrachtet, sondern auch behandelt worden sind. Ich zögere jetzt ein bisschen, ob ich gegen Ende der mir eingeräumten Zeit unter der Ankündigung eines Festvortrages noch auf das Interview zu sprechen kommen soll, das der polnische Ministerpräsident Morawiecki gerade in der letzten Woche im Spiegel zu den deutsch-polnischen Beziehungen gegeben hat. Aber ich denke, es sollte es tun, weil es das Bild mindestens komplettiert, wenn wir im Jahr 2022 unter Berücksichtigung historischer Erfahrung, aber auch aktueller Ereignisse über Deutschland und Polen und deren gemeinsame Verantwortung für Europa und für die Demokratie in Europa reden. Diejenigen, die das nicht nachgelesen haben, denen würde ich das durchaus zur Lektüre empfehlen, weil es sowohl in der Art der Themen, die dort behandelt werden, und nicht nur der Themen, die behandelt werden, sondern der Art und Weise, in der sie behandelt werden, Empfindlichkeiten im Wortsinne verdeutlicht, die es auf polnischer oder spiegelbildlich natürlich dann auch auf deutscher Seite gibt. Und über vieles muss man und wird man reden müssen, auch und gerade da, wo es sich nicht um gemeinsame Wahrnehmungen der gleichen Ereignisse oder Sachverhalte handelt. Dass sich die Polen in ihrer Einschätzung Russlands durch die jüngeren Ereignisse bestätigt sehen, das wird man nicht nur begreifen müssen, sondern ist eine schlichte historische Bestätigung einer sicher zutreffenderen Wahrnehmung, als sie auf deutscher Seite bestanden hat. Die im Übrigen die Polen wiederum mit den Balten teilen, die über viele Jahre und Monate hinweg da ja auf nicht nur potenzielle, sondern aus ihrer Sicht absehbare Ereignisse hingewiesen haben, die die Europäer, die Westeuropäer einschließlich der Deutschen nicht nur für unerwünscht, sondern für extrem unwahrscheinlich gehalten haben mit den damit verbundenen direkten und indirekten Konsequenzen, auch und gerade was Handelsbeziehungen, insbesondere was energiepolitische Abhängigkeiten angeht. Und das, jetzt greife ich mal diesen Satz heraus, Morawiecki in diesem Interview sagt, enttäuschend war für die Polen, dass die Deutschen ihre Fehler in der Energiepolitik so spät eingesehen haben. Putin benutzt Pipelines als Waffen. Sie sind für ihn ein Instrument der Kriegsführung.
trifft schlicht zu. Zweites Zitat. Wäre die Ukraine im Rahmen einer europäischen Verteidigungspolitik von Deutschland abhängig, gäbe es sie heute schon nicht mehr. Und wenn sie von Polen abhängig wäre, gäbe sie auch nicht mehr. Zu den wichtigsten Lektionen der aktuellen Auseinandersetzung gehört, dass Europa nicht in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen. Dass nicht nur die Ukraine nicht in der Lage ist, das eigene Überleben aus eigener Kraft zu sichern, was offenkundig ist. Dass auch Polen dazu natürlich nicht in der Lage wäre, die baltischen Staaten nicht in der Lage wäre, Deutschland nicht in der Lage wäre, Frankreich übrigens auch nicht. Und nicht einmal die Europäer zusammen, wenn sie es denn zusammen organisierten, was bis heute nicht der Fall ist. Sondern ganz Europa steht und fällt in der Sicherheit seiner eigenen staatlichen Existenz mit den Bündnisverpflichtungen der Vereinigten Staaten. Das ist auch ein sehr ernüchternder Befund, der wiederum für die Frage, was heißt das denn eigentlich, für welche Politikbereiche, die in nationaler oder doch besser in supranationaler Zuständigkeit organisiert werden müssen, ganz andere, handfestere Schlussfolgerungen nach sich zieht, als sie bisher gezogen worden sind. Die Bemerkung des polnischen Ministerpräsidenten, Zitat, Berlins Zögern die Untätigkeit stellt den Wert des Bündnisses mit Deutschland ernsthaft in Frage. Rechne ich jetzt mal eher in die Kategorie des Übermuts in der Formulierung eines ärgerlichen Sachverhaltes. Aber weder kann natürlich von einer deutschen Untätigkeit die Rede sein. Deutschland ist, was immer man jetzt zu den einzelnen Aktivitäten sagen mag, die ja nachweislich auch in Deutschland kontrovers diskutiert werden, der größte Waffenlieferant nach den Vereinigten Staaten und Großbritannien. Aber es reicht erkennbar nicht, schon gar nicht mit Blick auf die Erwartungen der ukrainischen Regierung selbst, um sie in der Weise militärisch zu ertüchtigen, die nicht nur die Besetzung weiterer eigener Territorien verhindert, sondern die Befreiung von bereits Besetzten sicherstellt. Also auch und gerade mit Blick auf die jüngeren Entwicklungen wird deutlich, hier gibt es eine besondere, nicht nur geografische Nachbarschaft, sondern auch eine politische Nachbarschaft, die keineswegs bei allem und jedem zu gleichen Schlussfolgerungen führt und über die man gemeinsam sicher wird nachdenken müssen. Ich will zum Schluss auf zwei große Polen aufmerksam machen, die für mein Polenverständnis und für mein Engagement für die deutsch-polnischen Beziehungen eine überragende Bedeutung hatten. Unter den vielen Sejmarschällen, Staatspräsidenten, Ministerpräsidenten, Abgeordneten, die ich naturgemäß in meiner aktiven Zeit kennengelernt habe. Der eine ist Bartoszewski. Den ich schon unter Teilungsbedingungen zum ersten Mal wahrgenommen und dann im Deutschen Bundestag 1995 zum ersten Mal persönlich erlebt habe, als er aus Anlass von 50 Jahren seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges im Deutschen Bundestag aus der Sicht eines Polen über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gesprochen hat. Und mit dem ich dann immer wieder später auch in verschiedenen Stationen seines Wirkens zu tun hatte, keineswegs immer einer Meinung war, aber ausnahmslos immer den Eindruck hatte, hier reden Europäer miteinander über eine gemeinsame Verantwortung.
Und die Einsicht in diese gemeinsame Verantwortung muss am Ende noch wichtiger sein als die unterschiedliche Position, die wir bei diesem oder jenem Thema ganz offenkundig haben. Und der andere war und ist Bronislaw Komorowski, mit dem ich länger als mit jedem anderen als Sejm-Marschall und Bundestagspräsident zur Vertiefung der parlamentarischen Beziehung zwischen unseren beiden Ländern habe zusammenarbeiten können. Wie überhaupt inzwischen die Beziehung zwischen unseren Parlamenten eine der Säulen der deutsch-polnischen Beziehungen darstellt. Es finden jedes Jahr Treffen der Präsidien der beiden Parlamente statt. Es gibt eine deutsch-polnische Parlamentariergruppe, die sich regelmäßig an verschiedenen Orten mit verschiedenen Themen und Entwicklungen auseinandersetzt. Und es gibt seit ein paar Jahren sogar in jedem dritten Jahr ein trilaterales Treffen der Parlamentspräsidien von Deutschland, Polen und Frankreich, wo das, was mit dem berühmt-berüchtigten Weimarer Dreieck mal als Ost-West-Achse in der Europäischen Gemeinschaft angedacht war, auf parlamentarischer Ebene umgesetzt werden soll. Konrad Adenauer hat 1959, also 20 Jahre nach dem deutschen Überfall auf Polen, im Deutschen Bundestag formuliert, ich zitiere, unser Bestreben wird es sein, Verständnis, Achtung und Sympathie zwischen dem heutigen Deutschland und dem polnischen Volk zu begründen, damit auf diesem Boden dereinst eine wahre Freundschaft erwachse. Die Achtung zwischen beiden Ländern ist inzwischen, wie mir scheint, fest etabliert. Das Verständnis ist deutlich gewachsen. Und auf diesem Boden kann bei sicher auch in Zukunft gelegentlichen Meinungsverschiedenheiten, unterschiedlichen Interessen, kontroversen Wahrnehmungen gleicher Ereignisse, mindestens eine verlässliche Partnerschaft wachsen, vielleicht auch, was es im persönlichen Bereich an vielen Stellen längst gibt, auch das, was man ernsthaft als Freundschaft bezeichnen kann. Wenn, was man selbst einem Historiker schwerlich zumuten möchte, die mehr als 1000 Jahre der Beziehung zwischen unseren beiden Nachbarländern gewissermaßen saldiert würde, dann würde der vermutlich zu dem Ergebnis kommen, dass es in diesen vielen Jahrhunderten turbulente und ruhigere Phasen gegeben hat. Es gab erschütternde Brüche, es gab erstaunliche Errungenschaften. Rundum gemütlich waren die Beziehungen fast nie. Und da sind sie auch jetzt nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie es in absehbarer Zeit werden. Aber dass wir heute über tatsächliche und eingebildete Probleme miteinander reden. Und dass wir verlässliche Rahmen haben, in denen das stattfinden kann und umgekehrt übrigens auch stattfinden muss, gar keine Ausweichmöglichkeiten bestehen. Das gehört ganz sicher zu den Errungenschaften, die wir den wundersamen Veränderungen verdanken, die in den letzten gut drei Jahrzehnten eingetreten sind. Dass Deutsche und Polen heute als Nachbarn, Freunde, Partner in einem freiheitlichen und geeinten Europa leben, ist eine historische Errungenschaft. Und weil, wie mein erster Satz war, auch und gerade historische Errungenschaften nie ein für alle Mal gesichert sind, bleibt es eine gemeinsame Verantwortung. Die Verantwortung polnischer und deutscher Demokraten.
vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld. Nun haben wir noch eine Stunde Zeit, um mit unseren weiteren sehr illustren, interessanten Gästen zu diskutieren. Und ich möchte gleich ankündigen, das wird nicht die ausschließliche Zeit sein. Nach dem Ablauf einer Stunde werden wir noch die Möglichkeit haben, beim Imbiss weiter in Gespräche zu kommen. Also wenn Sie mir gestatten, dann werde ich unsere polnischen Gäste zunächst vorstellen. Als nächsten Gast an unserem Podium möchte ich Herrn Dr. Norbert Obrycki vorstellen. Norbert Obrycki ist Bevollmächtigter des Marschalls der Woiwodschaft Westpommern für grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie Bevollmächtigter des Rektors der Universität Stettin für internationale Zusammenarbeit. Herzlich willkommen in Greifswald und bitte nehmen Sie Platz. Die Biografie von Dr. Obrycki liest sich fast wie ein Spiegel dieser polnischen und auch polnisch-deutschen Erfolgsgeschichte, der Erfolgsgeschichte dieser Beziehungen. Dr. Obrycki studierte Germanistik in Szczecin, in Greifswald und in Wien, wenn ich mich richtig erinnere, und engagierte sich sehr in der regionalen Zusammenarbeit. So war er zum Beispiel Leiter des Büros der Euroregion Pomerania, Marschall und dann, wie wir gehört haben, Bevollmächtigter des Marschalls. Und er kennt die Zusammenarbeit auch sozusagen auf der Basis als ausgebildeter Dolmetscher und Übersetzer, war sicherlich, kennt er sicherlich viele Details des polnisch-deutschen Zusammenlebens und Dialogs. Als nächsten Gast möchte ich dann Joanna Maria Stolarek einladen, jetzt auch wieder im virtuellen Weg. Pani Stolarek, sehen Sie uns? Hören Sie uns? Ich höre Sie, hallo in die Runde, aber ich sehe Sie leider nicht. Ich hoffe, Sie hören mich wenigstens. Ja. Joanna Maria Stolarek ist Leiterin des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Warschau. Sie ist Journalistin und Herausgeberin und die Hauptaufgabe, der sie sich gewidmet hat seit Jahren, das war einerseits die Bemühungen um die Pressefreiheit in Polen, um die Presse- und Medienfreiheit in Polen und dann ihre aktive Rolle im polnisch-deutschen Dialog. Wie sie einmal gesagt hat, ihre Hauptaufgabe sieht sie darin, den Deutschen die Polen zu erklären und umgekehrt. Pani Joanna Stolarek, herzlich willkommen in unserer Runde. Und jetzt natürlich last, but natürlich gar nicht not least, möchte ich unseren Staatssekretär Heiko Miras vorstellen. Heiko Miras ist jemand, der wahrscheinlich hier gerade in Greifswald in unserer Region keine besonderen Vorstellungen braucht. Er ist jemand, der in Greifswald studierte und in Greifswald auch sehr verbunden war innerhalb seiner Karriere und dessen Lebenslauf auch sehr eindrücklich ist, weil er sozusagen mit einer Lehre eines Elektroinstallateurs beginnt und dann zu den höchsten Posten in unserem Bundesland hinführt. Miras ist jetzt parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern und das östliche Mecklenburg. Miras, herzlich willkommen bei uns. Liebe Teilnehmerinnen unserer Runde, ich denke, Herr Professor Lammert hat uns einen sehr dankbaren Einstieg ermöglicht, sowohl mit historischen Dimensionen und mit den Hinweisen auch auf die Rolle der historischen Empfindlichkeiten und Traumata, die in dieser deutsch-polnischen Beziehung so gewichtig sind. Und es hat auch eine gewisse Diagnose diese Beziehungen ausgestellt. Würden Sie seinen Befund ergänzen wollen? Oder wo sehen Sie die Felder, die vielleicht im Moment unsere große Aufmerksamkeit benötigen? Guten Tag, meine Damen und Herren. Ergänzen eigentlich aus polnischer Sicht könnte ich jeden Abschnitt dieser Rede begrüßen und eigentlich kommentieren müssen. Aber dafür haben wir keine Zeit für die 1000-jährige deutsch-polnische Geschichte. Ich möchte nur sagen, ich bin zu Ihnen aus Stettin gekommen und Stettin wurde von Otto von Bamberg erstmal christianisiert. Und jetzt, nach hunderten Jahren in Stettin, gibt es einen multinationalen NATO-Korb. Also das ist das, was Herr Professor Lammert auch angesprochen hat, diese
multinationale Zusammenarbeit für die europäische Sicherheit und für europäische Zusammenarbeit. Vielleicht von den letzten Sätzen des Vortrags würde ich sagen, wir haben als Europäer, nicht nur als Polen, als Deutschen, viele Fehler auch begangen im Laufe der Geschichte. Es waren auch nicht nur unsere Fehler, was die Ukraine anbetrifft, über die auch Professor Lammert gesprochen hat. Wenn die Ukraine nach dem Washingtoner Abkommen ihre nuklearen Waffen auf dem Gebiet gelassen hätte, wäre vielleicht auch kein Krieg so leicht zu beginnen von der russischen Seite. Also das ist auch die Frage der Absicherungen und der Zusammenarbeit und Bündnisverpflichtungen, die wir als Polen besonders hochschätzen, was NATO anbetrifft und was auch die Zusammenarbeit mit den Deutschen. Ich habe die deutschen Nachbarn übrigens in meinem Haus daneben, da haben wir NATO-Offiziere aus Deutschland, aus Dänemark, aus Lettland. Wir haben kurz vor der Runde Sie haben mich gefragt oder Sie haben angedeutet, dass Sie mich an die Höhepunkte und Tiefpunkte der deutsch-polnischen Geschichte fragen werden. Natürlich, im Laufe dieser 1000-jährigen Geschichte gab es Hoch- und Tiefpunkte. Wir werden eher über die letzten 30 Jahre reden. Also ich kann an meinem Beispiel mich ganz gut erinnern, als ich nach Greifswald 1996 als Student fahren musste, da brauchte ich ein Visum. Da musste ich eine Stunde früher von zu Hause abfahren, weil ich musste noch die Grenzenschlange einrechnen. Das kennen meine Kinder nicht mehr. Also für die ist die Grenze offen. Also es gibt physisch keine Grenze mehr. Ich hatte das Glück 2007, nach dem Schengen-Beitritt Polens zu dem Schengen-Abkommen, symbolisch mit dem Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern und auch in Brandenburg, symbolisch die Grenze mit dem Besen abzufügen. Also wir haben den Reis gestreucht und dann mit dem Besen die Grenze weggewischt, einfach symbolisch. Und es ist weiter so, also es gibt keine Grenze. Ich habe keine Polizeistreifen auf dem Weg nach Greifswald von meinem Zuhause gesehen. Und das ist auch symbolisch für die Zeiten. Ich würde sagen, das, was die Statistiken, die dargestellt wurden, die zeigen unsere enge Verflechtungen auf der wirtschaftlichen Basis. Und ich würde sagen, auch, und das betonen, auf der partnerschaftlichen Basis. Eigentlich nach dem europäischen Subsidiaritätsprinzip. Diejenigen Sachen, die ganz unten von den Gemeinden, von den Vereinen erledigt können, da gibt es wirklich eine enge Zusammenarbeit, seit der Zeit wir wirklich zusammenarbeiten können. Also ich meine nach dem Fall der Berliner Mauer und nach dem runden Tisch in Polen, wo wir eigentlich als echte Demokratie uns ansehen und angesehen werden können. Abgesehen von den Vorbehalten zu der heutigen Regierung und diesen Rechtsstreitigkeiten mit der Europäischen Union. Ich würde gerne noch über die paar Punkte, die genannt wurden, einen Kommentar abgeben. Natürlich, heute ist der symbolische Tag in Polen. Jeder Pole erinnert sich an den 1. September, an den 17. September. In Polen ist das als Vertrag Ribbentrop-Mołotow in Erinnerung geblieben, weil die beiden Außenminister haben diesen Vertrag unterschrieben im Namen der Diktatoren. Und Polen wurde eigentlich in zwei Teilen geteilt durch diese zwei Mächte. Und wir sind geografisch, historisch auf zwei große Nachbarn angewiesen. Und es war
seit hunderten Jahren so, also aus Deutschland im Westen und für Sowjetunion und jetzt Russische Föderation und auch Ukraine im Osten. Und wir haben natürlich sehr gute Zusammenarbeit, sehr freundschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland, was nicht leider der Fall ist mit unserem östlichen Nachbar. Also das ist nur zu beneiden, dass Deutschland das Glück hat, zwischen zwei freundschaftlichen Nachbarn zu sein, zwischen Frankreich und Polen. Polen hatte weniger Glück, wir sind zwischen Deutschland und Russland. Deswegen das, was auch genannt wurde, wir sind den deutschen politischen Klasse der Öffentlichkeit sehr dankbar für diese Zeit, als wir in Deutschland wirklich einen Anwalt des EU-Beitritts Polens hatten. Und Professor Lammert hat diese Ereignisse erwähnt. Damals war Dr. Helmut Kohl, der Bundeskanzler in Polen. Symbolisch hat er sich auch in Korczowa, das ist auf Polnisch diese Kreisau, ja, sie haben sich ja dort so versöhnlich und freundschaftlich verhalten, so wie früher etwa so eine symbolische Versöhnung zwischen Kanzler Kohl und Präsident Mitterrand war. Und das war für uns symbolisch sehr, sehr wichtig. Natürlich nach dieser Zeit, als wir schon als Vollmitglied der Europäischen Union und danach NATO waren, gab es viele politische Stolpersteine in unseren gemeinsamen Beziehungen. Ich war bis zuletzt aktiver Politiker. Ich war auch in Sejm und im Senat und ich kann mich ganz gut noch aus dieser Zeit erinnern, als bestimmte Politiker keine Sensibilität für unsere schwierige Geschichte hatten. Also das, was auch Professor Lammert genannt hat als Verhältnis, Ursache, Wirkung. Manche haben das wohl nicht so verstanden, wie es zu verstehen war. Es gab Politiker, die ganz laut waren, die symbolisch unseren, ich würde sagen, ganz offen Verhältnissen geschadet haben. Das war in Polen als symbolische Person Mitglied des Bundestags, Mitglied des Bundestags Frau Erika Steinbach. Sie war Chefin des Bundes der Vertriebenen und das stieß auf Unverständnis in Polen. Das, was damals vorgeschlagen wurde. Ich kann noch an eine Sache erinnern und mich noch zu diesen Umbruchzeiten zurückziehen. Als ich noch studiert habe und in Greifswald im Buchhandel hier am Spazierstraße die Bücher gekauft habe, da gab es DTV Weltatlas über die Geschichte, der Weltgeschichte. Und mit großer Verwunderung, und das war 1996, habe ich dort die Karte gesehen, die polnische Karte, wo Westpommern, wo ich lebe, und Schlesien mit anderen Farben markiert wurde und mit kleinen Inschrift drauf stand unter polnischer Verwaltung. Und unter polnischer Verwaltung, das hat mich damals ja ziemlich verwundert, aber mental hat man bis zu diesem Berliner Fall gespürt, dass die Deutschen oder zumindest die Westdeutschen die Grenze mental nicht anerkannt haben. Und die Zusage für die Vereinigung Deutschland und damals der Bundeskanzler Kohl hat sowohl mit Mazowiecki, Premierminister Mazowiecki gesprochen, aber auch mit neulich verstorbenen Chef der Sowjetunion, Gorbatschow, war, dass die Grenze endgültig anerkannt wird und mit einem freundschaftlichen Vertrag
bestätigt wird. Und eigentlich seit dieser Zeit können wir über Intensivierung der freundschaftlichen Zusammenarbeit sprechen und auch mit der Wirtschaftszusammenarbeit sprechen, aus meiner Sicht. Ich würde noch eine Sache nennen können. Wie wird Deutschland aus der Sicht der politischen Klasse angesehen? Ich bin, das muss ich auch anmerken, nicht objektiv in dieser Schätzung, weil ich selber bin Mitglied der Bürgerplattform, der Partei von Donald Tusk. Und ich habe die Geschichte der Entwicklung dieser Zusammenarbeit aktiv mitbeobachtet. Während der Tusk-Regierung, dann mit der Pause, früher noch Kaczyński-Regierung, wieder seit 2015 Regierung von PiS, also Recht und Gerechtigkeit in Übersetzung. Die heutige Regierung ist, was die Deutschen anbetrifft und die deutschen Aussagen und die deutschen Handlungen, sehr sensibel, würde ich sagen. Das war auch so schon in 2007, als wir die Zusammenarbeit des Weimarer Dreiecks intensivieren sollten. Da haben wir auf der Titelseite des Spiegels so eine symbolische, satirische Zeichnung, wo die Bundeskanzlerin Merkel auf zwei Kartoffeln reitet. Und diese zwei Kartoffeln, das waren Gebrüder Kaczyńskis, der Staatspräsident und der Premierminister. Und das ist irgendwie in den Köpfen dieser Politiker geblieben. Und es kam eigentlich nie wieder zu einer Intensivierung so des Weimarer Dreiecks und unter dieser Regierung. Und auch früher vielleicht war das auch mit dem bestimmten Protektionismus der französischen Seite auch verbunden. Also Polen ist über Deutschland weit weg von Frankreich entfernt und niemand hatte eigentlich Interesse, um es zu intensivieren. Und die polnische Sicht, was zumindest die Ostpolitik anbetracht, zu berücksichtigen. Die Polen haben sehr lange in Europa als Russophoben wahrgenommen, die Panik einfach unterbreiten, die einerseits Energiesolidarität wollen, aber dass das einfach Abschneiden der russischen Einflüsse bedeutet. Das wurde natürlich letztens bitter bestätigt, dass wir eigentlich als Polen recht hatten in der Einschätzung der Bedrohungen. Das ist aber keine Schadenfreude oder kein Grund für Selbstzufriedenheit. Aber es war leider lange so, dass wir nicht unsere Stimme, was die Ostpolitik anbetrifft, östliche Partnerschaft, die mit den Schweden zustande gekommen ist, nicht berücksichtigt wurde. Ich nehme an, dass wir mehr Chancen haben, in dieser kritischen Lage über echte Energiesolidarität zu sprechen und auch über Zusammenarbeit, über unsere Sicherheit. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir so wie früher nachbarschaftlich gut zusammenarbeiten werden, weil wir sind auf sich eigentlich angewiesen als Nachbar und durch viele Beziehungen, durch viele Projekte. Wir müssen nur vernünftig über die Zukunft Europas und über die Zukunft NATOs sprechen. Dr. Pritzky, vielen Dank. Vielleicht, Herr Miras, vielleicht hätten Sie noch etwas zu ergänzen oder etwas aus Ihrer Sicht zu diesem großen Horizont hinzuzufügen. Also
Zunächst ist es immer bei mir so, wenn ich auf einen Professor Lammert treffe, dann höre ich lieber zu, als zu meinen, ich könnte seinen Vortrag noch durch meine außenpolitische Sicht der Dinge bereichern. Was ich natürlich aber hinzufügen kann und was er nicht wissen kann, ist eine persönliche Perspektive auf das deutsch-polnische Verhältnis. Ich will einen Aspekt jetzt erstmal aussparen, vielleicht kommen wir im Laufe des Gesprächs noch dazu. Ich habe ja sozusagen meine Aufgabenbeschreibung als parlamentarischer Staatssekretär für den östlichen Landesteil auch die Verantwortung, die Beziehungen gerade zur Nachbarregion, zur Wojewodschaft Westpommern zu gestalten, zu beleben. Das ist ein eigener Aspekt, aber die Frage ist ja mal auch, was bringt man menschlich in dieses Thema mit ein? Und ich will das an zwei Episoden mal festmachen. Zum einen ist es so, dass im Ausweis meines Großvaters, als er noch lebte, als Geburtsort Graudenz stand, Graudenz an der Weichsel. Da ist er geboren, da ist er zur Schule gegangen, da ist er aufgewachsen. Und das hat sich im Jahr 1895 abgespielt, die Geburt. Das heißt also, als mein Großvater dann so junger Erwachsener war, ist er damit konfrontiert worden, dass seine Heimat nicht mehr seine Heimat war, weil nämlich an der Weichsel der polnische Korridor gebildet worden ist. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, du sag mal, das SZ in unserem Namen, also Miras hat hinten ein SZ, könnte das denn sein, dass das einen polnischen Ursprung im Hintergrund hat? Ich war Gott sei Dank, er war schon alt, ich war sehr jung und ich war schneller als er, weil der hat mir eine versucht zu langen an der Stelle. Das hat den also tief getroffen. Und das habe ich als junger Mensch überhaupt nicht einsortieren können, ne, dass das so ist. Und diese Episode habe ich in meiner Zeit, als ich bei der Bundesagentur für Arbeit gearbeitet habe und wir im grenzüberschreitenden Geschäft auch unterwegs waren, polnischen Azubi den Weg nach Deutschland geebnet haben, meinem polnischen Kollegen mal erzählt. Und dann erzählte der mir seine Familiengeschichte, die nämlich sich in der Nähe von Lemberg abgespielt hat und die seine Vorfahren dann letztlich nach Stettin mit all den Dingen, die wir hier alle kennen im Saal, die dazu beigetragen haben, dass sein Wohnort oder der seiner Eltern dann auf einmal ein ganz anderer war, als der, an dem sie groß geworden sind und aufgewachsen sind. Und das war also schon für mich sehr beeindruckend, diese Parallelität dieser Leidensgeschichten, die da im Hintergrund standen, wobei wahrscheinlich die Leidensgeschichte meines polnischen Kollegen noch eine ganz andere als die meines Großvaters war. Also das muss man auch dazu der Vollständigkeit halber sagen. Das fand ich also sehr, sehr eindrucksvoll und das korrespondiert auch ganz gut mit dem zweiten Datum, was wir gerade vor zwei Tagen gefeiert haben, nämlich 50 Jahre deutsch-polnische Beziehungen. Das hat der Professor Lammert ja, also Bundesrepublik und Polen, vorhin auch schon angesprochen, dass in den 60er Jahren mühevoll das Eis gebrochen wurde und man sich dann langsam angenähert hat. Und wenn man sich mal überlegt, 50 Jahre, das heißt 1972 war man dann so weit, dass man hat dem Kniefall von Warschau 1970 in der Lage war, tatsächlich also das Ganze, dem Ganzen eine Form zu geben und dann diplomatisch regelmäßig miteinander zusammenzuarbeiten. Da war der Krieg schon 27 Jahre zu Ende. Das heißt also, was für meine Generation Ende der 60er geboren schon eine Selbstverständlichkeit war, war offensichtlich für die Generationen davor gar keine. Also das ist, wenn man, also man ist sehr schnell dabei zu sagen, wir haben eine wechselvolle Geschichte, aber diese wechselvolle Geschichte strahlt in der Zeit noch bis in die Biografien der Menschen, die heute in Deutschland und Polen leben ein. Wir sind erst so langsam dabei, sie zu überwinden und ich glaube, das dauert vielleicht sogar noch ein, zwei Generationen, ehe das tatsächlich alles damit in einer gewissen Nüchternheit betrachtet werden kann. Und diese Schmerzen, die mein Großvater zum Beispiel empfunden hat und wahrscheinlich auf der polnischen Seite sehr viele Menschen noch viel ausgeprägter empfinden, tatsächlich in den Hintergrund treten und man dann auch seine Geschichte prägt und gestaltet. Das war das eine Erlebnis. Das zweite, ich war in den 80er Jahren in Polen. Damals konnte man als in Greifswald geborener Mensch, also in den neuen oder damals in der DDR beheimatet, nicht mehr so ohne weiteres nach Polen einreisen. Meine Eltern haben irgendwie eine Einladung besorgt für mich und ich bin dann zu Menschen, die ich gar nicht kannte, dann nach Polen gefahren und habe auf der Fahrt dann die Werftarbeiterstreiks mitbekommen. Und war also ganz beeindruckt von dem Mut, den die Menschen da hatten, den wir zu der Zeit in der DDR nicht an den Tag gelegt haben.
und diesen ja, unbändigen Freiheitswillen, sich mit, also auf eigene Gefahr, und die ist ja nun ganz real gewesen, Anfang der 70er gab es Tote auf der Leniwerft in Danzig. Also diese Gefahr auf sich zu nehmen und sich einem System, einer Diktatur entgegenzustellen. Was aus der polnischen Geschichte vielleicht erklärbar ist, wenn man sich mal anschaut, also wie man in permanenter Bedrohung sich befunden hat, teilweise von der Landkarte verschwunden ist, das prägt vermutlich. Also insofern glaube ich auch, dass die polnische Geschichte dazu geführt hat, dass die Menschen in Polen vielleicht noch einen ganz anderen Drang nach Frieden und Freiheit entwickeln können, als wir uns das hier vorstellen. Und diese Erlebnisse damals sind sicher auch eine Quelle für mich gewesen, dass ich 1989 in Leipzig den Mut hatte, ich habe damals in Leipzig studiert, in Leipzig den Mut hatte, auf die Straße zu gehen und als Gründungsmitglied des Studentenrates einfach die Geschicke in die eigene Hand zu nehmen. Ich glaube, den hätte ich vielleicht nicht gehabt, wenn ich das nicht gesehen hätte, was in Polen passiert ist. Also insofern das vielleicht noch eine persönliche Perspektive, die noch vielleicht ein bisschen illustriert, was Herr Professor Lammert hier sehr komplex und sehr zutreffend vorgetragen hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Miras. Ich würde gerne noch das Wort an unsere letzte Teilnehmerin, an unsere Runde erteilen, an Frau Stolarek. Wie präsentiert sich das deutsch-polnische Verhältnis aus Warschau, aus Ihrer Sicht? Oder was würden Sie gerne hinzufügen zu dem, was bereits von unseren Kollegen gesagt wurde? Ja, hallo in die Runde. Es tut mir leid, dass ich nicht nach Greifswald kommen konnte, aber ich habe noch eine andere Veranstaltung heute Nachmittag an der Warschauer Uni. Das ließ sich logistisch sehr schwer verbinden. Wir haben jetzt hier sehr viel über Geschichte gehört. Geschichte ist in dem deutsch-polnischen Verhältnis sehr wichtig. Das ist mir absolut klar. Wenn Sie in Warschau sind, merken Sie die Geschichte immer noch, vor allem den Zweiten Weltkrieg, an jeder zweiten Ecke. Es ist eine offene Wunde. Es ist, wie Sie alle mitgekriegt haben, das neu aufgemachte Fass, das Thema der Reparationen, ist wieder auf den Tisch, oder beziehungsweise, wie es seit zwei Tagen heißt, nicht mehr Reparationen, sondern Wiedergutmachung. Es ist ein Thema, was bleibt. Die Geschichte, wir müssen uns damit beschäftigen, weil ohne Geschichte haben wir keine Zukunft. Aber Geschichte ist auch etwas, was sich wie so ein Schatten über das deutsch-polnische Verhältnis legt. Ich will ja hier nicht viel zu Geschichte reden, weil das haben meine Vorredner getan. Aber ich arbeite für die Heinrich-Böll-Stiftung und wir sind bekannterweise im grünen Milieu ein bisschen diejenigen, die kritisch hinterfragen, die so nicht als etwas als nett und gegeben hinnehmen, sondern sagen, ist es tatsächlich so? Und als ich hier gehört habe, und da muss ich Professor Lammert so ein bisschen ein Widerwort geben, weil es mir erschien, als ob alles in Ordnung wäre im deutsch-polnischen Verhältnis, dass wir nach so vielen Jahren der Nachbarschaft, der schwierigen Geschichte, als ob alles überwunden wäre. Und das ist nicht der Fall, leider. Es gibt viele, meine Erfahrung jetzt, ich bin jetzt seit 2 Jahren leite ich die Vertretung der Heinrich-Böll-Stiftung in Warschau, bin als junges Mädchen nach Deutschland ausgewandert, habe in Deutschland in Tübingen studiert und auch Journalismus gelernt, etc. Ich will hier nicht meinen Lebenslauf erzählen. Aber ich sehe jetzt aus der polnischen Sicht in Polen leben und arbeiten zurzeit, dass dieser Dialog, der da war, irgendwo auf eine Etappe irgendwo eingefroren worden ist. Und ich habe das Gefühl und auch die Erfahrung jetzt machen müssen, dass es eher so ein Monolog ist auf beiden Seiten und beide Seiten nicht wirklich den Willen haben, miteinander zu reden. Als Beispiel kann ich nennen hier die Oder-Katastrophe, die passiert ist. Ich hatte die Gelegenheit, mit einer Europaabgeordneten eine Oder-Tour zu machen, eine Woche nachdem Giftstoffe eingeleitet wurden in den Fluss. Und ich habe gesehen in Begegnungen auf beiderseits der Grenzen mit freiwilligen Feuerwehren, mit Aktivistinnen und Aktivisten, dass man aneinander vorbeiredet, dass da etwas, was mal funktioniert hat, nicht mehr funktioniert. Die Frage ist, warum es so ist.
Ist es, weil auf der großen politischen Ebene es nicht mehr funktioniert und ganz schön knirscht? Ist es, weil man so ein bisschen müde einander geworden ist? Ist es, weil man aufeinander zwar angewiesen ist als Nachbarländer, aber doch irgendwie doch nicht gelernt hat, miteinander zu kommunizieren? Die Antwort habe ich natürlich nicht. Ich kann nur sagen, dass es sehr oft in Polen, die Polen, die polnische Bevölkerung wurde auch hier genannt, ist eine Bevölkerung, die sehr vereint sein kann, schön Widerstand leisten kann, die aber zurzeit in sich sehr gespalten ist. Politisch ist es wie zwei Länder in einem. Es ist, ich war vor 2 Wochen auf 2 politischen Veranstaltungen. Einmal im Nordosten Polens, es war Campus Polska von dem Stadtpräsidenten von Warschau, Rafał Trzaskowski, und einmal im Südwesten Polens in Karpacz bei Economic Forum. Es ist eine regierungsnahe Wirtschaftsveranstaltung. Und da habe ich tatsächlich 2 Polen gesehen und einen sehr großen Graben dazwischen und zurzeit keine Möglichkeit, dass diese 2 zerstrittenen Parteien miteinander ins Gespräch kommen. Also es ist ein Land, was sehr gespalten ist, ein Land, was man hat ja gesehen, auch in der jüngsten Geschichte, Bevölkerung, die auf die Straße geht, wenn es darum geht, die Demokratie zu verteidigen. Das war bei dem Thema Frauenrechte so vor 2 Jahren. Das war bei dem Umbau des Justizwesens so, dass Menschen auf die Straße gegangen sind. Es ist aber auch eine Bevölkerung, die sehr höflich ist, die gefragt nach deutsch-polnischen Beziehungen, würde immer antworten, ja, es ist alles in Ordnung, würde nie zuerst mit einer Kritik kommen, sondern eher so gut Wetterstimmung machen. Erst wenn man sich ein bisschen näher kommt, dann kommen auch kritische Punkte. Und ich meine das wirklich jetzt diese zivilgesellschaftliche Bevölkerungsebene, nicht die politische Ebene. Und in Polen ist es ja, die Politik und die Menschen agieren sehr oft auf die emotionale Ebene. Deswegen ist die Geschichte auch so wichtig. Die emotionale Ebene ist sehr wichtig. Man muss sich zuerst näher kommen, man muss sich einander irgendwie nähen, begegnen, sich irgendwie wissen, wie der andere tickt. Dann kann man erst zu den sachlichen Sachen kommen. In Deutschland ist es umgekehrt. In Deutschland ist die sachliche Ebene sofort da. Man kann sofort verhandeln, man kann sofort auch schwierige Themen ansprechen. Es ist eine sehr nüchterne Ebene, die sehr gut tut, auch im beruflichen, im politischen Kontext. Das sehe ich bei meiner Arbeit in Polen. In Polen muss man sich zuerst wirklich näher kommen, um dann sachlich zu verhandeln. Ich glaube, das ist ein Teil des Problems, dass die Begegnungen zwischen Polen und Deutschen, was hier erwähnt wurde, zum Beispiel wenn Verwaltungen sich treffen, wenn Menschen, die dieselbe Arbeit tun, auf beide Seiten der Grenzen, wenn deutsch-polnischer Jugendaustausch, wenn ein Martin bei einer Kasia zu Besuch ist zu Hause oder umgekehrt, das ist das, was funktioniert und wo ich die größte Chance sehe, dass es eine Chance für deutsch-polnische Beziehungen, weniger in Rapporten, weniger in irgendwelchen weiteren Untersuchungen. Es wurde so viel untersucht, es wurden geschichtliche, wissenschaftliche Untersuchungen vorgenommen. Es wird immer wieder anhand von Zahlen gezeigt, wie das Verhältnis ist zwischen Deutschland und Polen. Was nicht erfassbar ist, sind eben diese Begegnungen, wenn man zusammen ein Abendessen, zu Abendessen sitzt, wenn man gemeinsam ins Gespräch kommt, trotz der Sprachbarriere. Es geht mit Händen und Füßen immer. Man sieht es bei kleinen Kindern, auch bei Erwachsenen funktioniert das. Da sehe ich die größte Chance für die deutsch-polnischen Beziehungen, die zurzeit in keinem guten Zustand sind, leider. Und das sieht man wirklich wir sehen das im Alltag, in der Arbeit. Das sieht man bei Veranstaltungen. Jetzt neulich hat eine Veranstaltung stattgefunden zum 50. Jahrestag der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Polen. Da war die Staatsministerin Anna Lührmann und der Vizeaußenminister Szymon Szynkowski-Welseng. Die haben miteinander höflich gesprochen, aber es war eher ein aneinander vorbeireden, jede in seine
in seinem Monolog letztendlich, also hier ist ja ein politischer Dialog, wird ja immer schwieriger zurzeit. Ich weiß nicht, ob ich hier nicht zu pessimistisch klinge, aber ich wollte Ihnen so ein bisschen die andere Seite zeigen und dieses, was als gut nach außen für die Fotos funktioniert, ist unter der Oberfläche, brodelt es und es läuft zurzeit nicht gut. Und wie gesagt, das sind so beide Seiten ein bisschen Schuld, wenn man von Schuld überhaupt sprechen kann. Und es ist eine, wie in einer guten Ehe, auch eine Vernunftsehe, was die zwischen Polen und Deutschland ist. Es erfordert eine stetige Arbeit. Man muss ständig an der Beziehung arbeiten und nichts als gegeben hinnehmen. Wir verstehen uns, das Gröbste ist überwunden. Es ist nicht das Gröbste überwunden. Man muss es immer wieder von Neuem anfangen und immer wieder weitermachen. Ich glaube, hier mache ich einen Punkt, wenn Ihre Frage soweit beantwortet ist. Frau Stolarik. Liebe Frau Stolarik, Sie hören an der Reaktion des Publikums, dass Ihre Worte sehr viel Anklang gefunden haben. Ich würde gerne Herrn Professor Lammert die Möglichkeit geben, vielleicht darauf zu reagieren und auf diese Dichotomie Emotionalität, Nüchternheit vielleicht auch zu antworten. Also ich hoffe sehr, dass wenn überhaupt nur bei Frau Stolarik das Missverständnis entstanden ist, ich hielte die deutsch-polnischen Beziehungen für einen jetzt auf Dauer gesetzten Honeymoon, als sei alles ein für alle Mal geregelt und alles in bester Ordnung. Das meine ich nicht. Ich glaube, das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, gemütlich waren die deutsch-polnischen Beziehungen selten und sind sie offenkundig auch jetzt nicht. Aber ich würde schon sehr deutlich unterscheiden zwischen den offenkundigen Eintrübungen, die es auf der Ebene der Regierungen gibt, und den deutsch-polnischen Beziehungen. Das, was Sie jetzt zu Recht für die offiziellen staatlichen Beziehungen gesagt haben, ist glücklicherweise nicht der Stand der deutsch-polnischen Beziehungen. Deswegen finde ich, wie Sie ja wahrscheinlich auch, es besonders ärgerlich, dass es auf der Ebene der Regierungen nicht annähernd so vertrauensvoll zugeht, wie es nach meinem Eindruck auf der privaten, persönlichen, gesellschaftlichen Ebene immer häufiger zwischen Deutschen und Polen gelingt. Und jetzt will ich mal zwei Vergleiche heranziehen. Das deutsch-französische Verhältnis ist auch kein dauernder gemeinsamer Urlaub. Das deutsch-italienische Verhältnis ist nach wie vor anspruchsvoll. Das deutsch-griechische Verhältnis hat der ein oder andere ja vielleicht noch lebhafte Erinnerungen. Das, was, ich will das jetzt nicht der Reihe nach durchdeklinieren, aber ich will mal bei den beiden für Deutschland besonders zentralen Nachbarländern bleiben, der beinahe, nein, eben nicht grundsätzliche, aber der tatsächliche aktuelle Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich und Deutschland und Polen ist nicht, dass es mit dem einen Nachbarland keine Probleme gäbe, mit dem anderen aber wohl, sondern dass man mit dem einen Nachbarland, Frankreich, auch die härtesten Meinungsverschiedenheiten auf der Basis eines wechselseitigen Vertrauensverhältnisses behandeln kann. Und das ist im Augenblick zwischen Deutschland und Polen erkennbar schwieriger. So, da hat es übrigens ja auch andere Verhältnisse gegeben. Und in der Regierungszeit, an die ich mich nun auch noch erinnere, von Donald Tusk, war eben auch und gerade das Behandeln von delikaten Themen klimatisch ganz anders, als das jetzt der Fall ist. Ich habe vorhin von meinen gelegentlich temperamentvollen Begegnungen mit Bartoszewski geredet. Wir haben beispielsweise auch über Frau Steinbach schwer gestritten, weil ich ihm dringend empfohlen habe, seine verständliche Abneigung gegenüber dieser Dame nicht zur allgemeinen Grundlage seines Verhältnisses zu allen deutschen Vertriebenen und Flüchtlingen zu machen. Aber und ich habe gelegentlich mit den Kaczynski-Brüdern geredet und ich kann, ohne dass ich, glaube ich, hier Vertraulichkeitsgrundsätze verletze, sagen, das sind Gespräche in zwei unterschiedlichen Galaxien.
wenn ich mit Bartoszewski gestritten habe, hatten wir nie den Eindruck, noch zwei Sätze und der Freundschaftsvertrag wird aufgekündigt. Sondern wir hatten den Eindruck, hier reden zwei Europäer miteinander und reden, wie sich das unter erwachsenen Leuten gehört, Klartext. Bei den Kaczynskis, dem einen wie dem anderen, hatte ich immer den Eindruck, er vertraut mir nicht. Punkt. Das will ich ihm jetzt nicht mal verübeln. Ich kann es nur nicht übersehen, dass es so ist. So, und deswegen, ich glaube schon, dass man diese beiden Dinge nebeneinander legen muss, aber eben auch auseinanderhalten muss. Probleme haben wir, und Sie haben ja jetzt außer denen, die angesprochen worden sind, nicht einmal das besonders herausragende Problem Rechtsstaatsverständnis. Ein Verständnis, auf das sich die europäischen Staaten, also die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft, durch ihren Beitritt zu dieser Vertragsgemeinschaft vertraglich verpflichtet haben. Und das ist hier übrigens auch nicht zwischen der polnischen Bevölkerung und dem Rest Europas einen großen Bruch gibt, sondern zwischen der demokratisch gewählten polnischen Regierung und der Europäischen Gemeinschaft. Das gehört zu den zweifellos nicht ganz so erfreulichen Sachverhalten, aber auch in Polen wird ja in regelmäßigen Abständen gewählt. Und manchmal entscheiden sich ja dann die Wählerinnen und Wähler aus den erstaunlichsten Gründen, eine Veränderung herbeizuführen. Und schon sieht manches wieder ganz anders aus. Wir könnten uns, glaube ich, noch sehr, sehr lange in dieser geschlossenen Runde unterhalten, aber ich kann mir vorstellen, dass die Ungeduld im Publikum schon langsam gewachsen ist und auch ein Bedürfnis gewachsen ist, auch in Fragen zu stellen. Vielleicht könnten wir an diesem Punkt, wir haben noch ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten Zeit, um Fragen von Ihnen aufzunehmen. Gäbe es vielleicht Meldungen aus dem Publikum? Ja, bitte sehr. Ich bin 1939 in Schlesien geboren. Ich bin Siegfried Gärtner, ich bin 1939 in Schlesien geboren. In Reichenbach im Eulengebirge, die Stadt heißt heute Dzierżoniów. Und ich habe wunderbare Versöhnungserlebnisse gehabt meiner Mutter mit der Dame, die jetzt in unserer ehemaligen Wohnung wohnte. Die lagen sich in den Armen und haben geweint, obwohl sie sich kaum verstehen konnten. Aber Sie haben gemerkt, die polnische Frau hat dasselbe Schicksal gehabt wie meine Mutter, musste ihre Heimat verlassen und hat ihre ganze Verwandtschaft verloren, während wir als intakte Familie aus Schlesien flüchten konnten. Und das war für mich die persönliche Versöhnung. Und die Versöhnung ist so wichtig. Wir sehen das an Israel und Palästina, wenn die Konflikte konserviert werden und über die Generationen hinweg weitergetragen werden, was das bedeutet. Ganz große Probleme habe ich allerdings, wenn jetzt wieder solche Themen aufgemacht werden wie Wiedergutmachung oder Reparationen, wie Sie sagen, 1,3 Billionen oder wie viel was da im Raum steht. Da habe ich die allergrößten Schwierigkeiten. Danke. Ja, da werden wahrscheinlich selbst bei nüchternen Deutschen historische Traumata wiedererweckt. Möchte vielleicht jemand von Ihnen darauf reagieren? Ja, es wurde ja vorhin so ein bisschen diese Analogie mit einer Ehe in den Raum gestellt. Und ich glaube, das trifft es auch ganz gut. Ich glaube, in einer guten Ehe, die auf einem festen Fundament steht, dann kann man sich auch unangenehme Wahrheiten sagen. Ne? Und das ist genau das, glaube ich, was Herr Professor Lammert auch fürs deutsch-französische Verhältnis beschrieben hat. Da können auch mal die Fetzen fliegen, da kann man sich auch mal, also in den Abend gehen und man ist nicht einer Meinung und hat Dinge nicht ausgeräumt, aber die Grundlagen sind nie in Frage gestellt. Und das ist in der Tat ein Punkt, der im Moment problematisch ist, dass man die Spielregeln in Frage stellt, sowohl was die Menschenrechtsfrage als auch die Frage der Entschädigungszahlungen, aber auch im Kleinen manchmal Projekte betrifft, bei denen wir uns darauf verständigt haben, dass wir, ich nehme mal ein Beispiel, Bau des Containerhafens in Swinemünde. Wir haben uns binational auf Spielregeln verständigt, dass also eine Umweltverträglichkeitsprüfung auf beiden Seiten der Grenze stattfinden soll und es wird ignoriert. Und das, finde ich, sind
Punkte, die dann wirklich ans Fundament gehen. Und da müssen wir, glaube ich, sehr aufpassen, dass die Spielregeln, die wir uns gegeben haben, tatsächlich auch Bestand haben und nicht permanent in Frage gestellt werden. Und das in der Tat, und da würde ich Ihre Einschätzung dann auch schon teilen, ist an der einen oder anderen Stelle im Moment der Fall, dass man so, wieso, abseits gibt es doch gar nicht, so, ne? So nach dem Motto. Und das ist in der Tat eine, vielleicht hoffentlich eine Episode im Moment und in der Tat nächstes Jahr 2023, Superwahljahr in Polen, vielleicht verschiebt sich das eine oder andere. Zurzeit habe ich auch den Eindruck, als auf die deutsch-polnischen Beziehungen sehr viel Innenpolitik Polens ausstrahlt, die es dann manchmal schwierig macht, weil es den einen oder anderen gibt, der sich diesem Regelwerk nicht verpflichtet fühlt und vielleicht auch den oder die eine oder andere, die wissen, dass wenn sie dann eine andere Meinung vertreten, sie unter Umständen unter Druck geraten von politischen Gegnern, die sich vielleicht auch manchmal Grundprinzipien der Demokratie gar nicht verpflichtet fühlen. Also da läuft schon auf der innenpolitischen Ebene nach meiner Beobachtung jedenfalls auch eine ganze Menge mit harten Bandagen ab im Moment. Herr Dr. Obritzki, wie können die Deutschen mit diesen Asymmetrien umgehen? Oder wie kann man mit diesen polnischen Asymmetrien umgehen aus Ihrer Sicht? Ich gebe zu, was Frau Stolarek auch gesagt hat, die polnische Gesellschaft ist seit einigen Jahren, eigentlich, ich würde sagen 2015, so polarisiert und so gespalten wie noch nie in ihrer Geschichte. Und es kommt dazu sogar, dass im polnischen Parlament die proeuropäischen Politiker, die meisten in der Opposition, in meiner Partei Bürgerplattform, werden als Volksdeutsche angeschimpft. Und es kommt zu im Parlament. Ich selbst, also ich bin auch ein Beispiel dafür, wurde von meinen Kollegen aus der Regierungspartei als am Pulp, als ich gesprochen habe über die deutsch-polnische Beziehungen oder europäische Politik, als Herr Obritzki genannt. Also wortwörtlich mit dem deutschen Herr Obritzki. Jetzt würden die Dr. Obritzki sagen müssen, aber damals Herr Obritzki war das. Herr Tusk, der Premierminister und viele Jahre einer der wichtigsten europäischen Politiker. Es ist nicht ohne Bedeutung, eigentlich würde ich ganz offen sagen, es hat eine große Bedeutung gehabt, dass einer der Wahlkampfmanager von PiS ein Märchen ausgedacht hat, dass der Großvater von Donald Tusk in Wehrmacht gedient hat, freiwillig. Es hat sich natürlich nach den Wahlen oder noch kurz vor den Wahlen herausgestellt, dass das nicht der Fall war. Er kam aus Kaschubien, also das ist dieser Korridor. Aber es hat auf die rechts eingestellte Teil der polnischen Gesellschaft sehr, sehr gut an. Also die hatten für PiS gestimmt. Also da haben wir pro-deutsche polnisch-feindliche Partei und dann haben wir rechtspopulistische, pur polnische Partei Rechts und Gerechtigkeit und so sieht das auch heute aus. Also die Partei braucht Außenfeinde, also so wie jede autoritäre Macht, auch wenn das eine Macht mitten in der Demokratie ist, braucht einen Feind, nicht nur im innenpolitischen Bereich, sondern auch nach außen. Und auf dieser politischen Ebene ist das verwunderlicherweise ganz oft die deutsche Seite. Ich muss auch ein Wort des Kommentars geben, was Herr Miras gesagt hat. Sie haben ein Beispiel des Containerterminals genannt und dass es keine Gespräche gibt und Abstimmungen mit der polnischen Regierung. Ich bin weit weg von dem, dass ich wie ein Regierungssprecher wirke, dieser Regierung zumindest. Aber ich kann mich ganz gut erinnern, dass die polnische Stimme als Nord Stream 2 zu Ende gebracht werden sollte, auch was die Umwelt anbetrifft, weil es die Tiefe anbetrifft, der Ostsee auch nicht berücksichtigt wurde. Und als Parlamentarier und als Privatperson habe ich immer betont, dass es eigentlich eine
große Schande ist für die europäische Politik, dass die ehemalige Regierungsmitglieder oder sogar Premierminister, Präsidenten oder Bundeskanzler als Lobbyisten einer russischen Gesellschaft wirken. Das ist auch eine Debatte jetzt in Deutschland. Das steht nicht für alltägliche Debatte in Polen, aber jeder weiß es, wer dahinter steckt, wer auf den Fotos steht. Wofür gibt es sogenannte Umweltstiftung in Mecklenburg oder war in Mecklenburg-Vorpommern? Das war doch, es handelte sich doch nicht um Umwelt, es handelte sich um Gas aus Russland. Leider, und das sind auch die Punkte, die unsere Beziehungen belasten, und das müssen wir auch offen ansprechen. Vielen Dank. Es gab noch eine Frage von Dr. Su. Ja, vielen Dank. Christian Su, mein Name, wissenschaftlicher Geschäftsführer dieses Hauses, heute aber nur als interessierter Gast hier. Herr Professor Lammert, ich möchte Ihnen ganz herzlich für Ihren wirklich sehr eindrücklichen Vortrag danken und auch allen anderen Podiantinnen und Podianten für die wichtigen Beiträge. Ich würde gerne den Aspekt des Vertrauensverlustes oder zumindest der Eintrübung des Vertrauens auf Regierungsebene zwischen Deutschland und Polen aufgreifen und vielleicht ganz pragmatisch, aber durchaus auch mit Blick auf gemeinsam geteilte Werte fragen, ob es nicht einen Anknüpfungspunkt für eine zukünftige Entwicklung gäbe, wenn man sich neben all der Probleme, die es gibt, eben darauf besinnt, dass ein Punkt doch allemal richtig ist, dass die Polen uns zu Recht darauf hingewiesen haben, dass energiepolitisch und sicherheitspolitisch in den vergangenen Jahrzehnten von deutscher Seite erhebliche Fehler begangen wurden und auch Fehleinschätzungen vorgenommen wurden. Und wir an dieser Stelle doch den Stab aufgreifen sollten und den Polen dies zugestehen sollten und vielleicht jetzt mit Blick auf die Werte, die wir teilen, Demokratie, territoriale Integrität, Sicherheitspolitik, Freiheit, wir gemeinsam diejenigen unterstützen sollten, die dafür im Moment den höchsten Preis bezahlen, nämlich die Ukrainerinnen und Ukrainer. Wäre es nicht eine Möglichkeit von deutscher Seite, genau dieses Eingeständnis zu machen und mit Polen einen Schulterschluss zu suchen, der für die Zukunft hier eine andere Politik vorsieht und im Moment eben auch dafür sorgt, dass wir das Land unterstützen, was für all diese Werte den größten Preis zahlt? Herr Lammert? Ich halte das für offenkundig, dass das nicht nur nötig und möglich ist. Es hat aber inzwischen auch vielfach stattgefunden. Also der jetzige Bundeskanzler hat das verdeutlicht. Die Außenministerin sagt es bei jeder zweiten einschlägigen Gelegenheit. Sigmar Gabriel sagt es ein bisschen zurückhaltender, aber behauptet jedenfalls nicht mehr das Gegenteil. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern hat keinen Zweifel daran gelassen, dass sie im Lichte der Erfahrungen die damals getroffenen Entscheidungen für offenkundig falsch hält. Also so sehr ich für vollständig nicht nur nachvollziehbar, sondern berechtigt halte, dass die Polen ihre ständigen Hinweise, die auf deutscher Seite keine Resonanz gefunden haben, durch den Gang der Ereignisse bestätigt sehen, der Vorwurf, die Deutschen hielten sozusagen an ihrem Irrtum hartnäckig fest, der lässt sich nun wirklich nicht aufrechterhalten. Also es wäre schöner gewesen, wenn die Einsicht früher stattgefunden hätte. Das ist wohl wahr. So, aber da, jetzt sage ich das auch mal etwas leiser, aber genauso ernst gemeint, stoßen wir wieder auf Glanz und Elend demokratischer Verfahren. Auch Nord Stream 2, Nord Stream 1 weniger, aber Nord Stream 2 war auch in Deutschland umstritten. Schon die Entscheidung, es überhaupt in Angriff zu nehmen, denn diese Entscheidung ist nach der Besetzung der Krim getroffen worden, war sowohl politisch wie wirtschaftlich umstritten. Aber es gab eine politische Mehrheit, eine parlamentarische Mehrheit. So wie es für polnische Positionen, die den Deutschen überhaupt nicht einleuchten wollen, erkennbar eine polnische Mehrheit gibt. Hier ist jetzt mehrfach von der Polarisierung der polnischen Gesellschaft gesprochen worden. Aber bis zur Korrektur von Wahlergebnissen gelten die Ergebnisse der jeweils letzten.
So, und da müssen wir auch lernen, mit umzugehen und das, was wir für änderungsbedürftig halten, klar zu adressieren, aber nicht denjenigen, die aus welchen Gründen auch immer zu einem früheren Zeitpunkt eine andere Entscheidung getroffen haben, gewissermaßen die Legitimation der Entscheidung in Abrede zu stellen. Gut, also auch hier würde ich mal sagen, ein ähnlicher, heftiger, konkreter, auch die Interessenlage des Nachbarlandes vital betreffender Streitpunkt mit Frankreich wäre nicht in der Sache, aber in der Tonlage anders ausgetragen worden. Und es macht halt einen Unterschied. Und er wäre im Übrigen, das sage ich jetzt als nicht belegbare Spekulation, wäre Donald Tusk jetzt im Amt und nicht damals im Amt gewesen, wäre er jetzt im Amt, hätte er die gleiche polnische Position vorgetragen wie die jetzige polnische Regierung auch. Er hätte natürlich von dieser Konstruktion, also Nord Stream 2, nichts gehalten, hätte den Deutschen das als sowohl energiepolitisch verfehlt wie außen- und sicherheitspolitisch völlig daneben vorgehalten. Aber er hätte es nicht mit dem Unterton versehen, euch kann man sowieso nicht trauen. So, wenn ich aber auch im privaten Bereich mit irgendeinem Problem konfrontiert werde, von dem mir mein Gesprächspartner gleich sagt, ich bin nicht nur anderer Meinung, ich traue dir sowieso nicht, ist die Bereitschaft, die Position zu korrigieren, die er gerne korrigiert sehen möchte, gedämmt. So, und das ist ein bisschen das Problem, was wir im Augenblick jetzt seit geraumer Zeit haben. Ich füge jetzt mal doch ein bisschen mehr als Kleinigkeit hinzu. Der erste Osteuropäer, der ein Spitzenamt in der Europäischen Union eingenommen hat, ist Donald Tusk. Buzek, war er vorher? Ja. Ah ja, gut. Jedenfalls, es sind zwei Polen, die Spitzenämter in der Europäischen Gemeinschaft eingenommen haben. Das hat die Neigung, sich in Europa als gleichberechtigter Partner wahrgenommen zu fühlen, bei einem Teil der politischen Klasse in Polen nicht nur nicht befördert, sondern eher zusätzlich behindert, weil sie von der falschen Seite kam. So, und da müssen wir drüber weg. Also da ist sozusagen nicht nur im bilateralen Verhältnis, sondern, glaube ich, im innenpolitischen Verhältnis ein Reifeprozess überfällig, den wir jetzt, was das Letztere angeht, nur sehr behutsam begleiten können, aber natürlich begleiten müssen, was wiederum nach meinem Verständnis, Frau Stolarek, eine der vornehmsten Aufgaben der politischen Stiftungen ist, die auch deswegen in Polen ihre Büros unterhalten. Ja. Vielen Dank. Vielleicht ein letzter Kommentar von Frau Stolarek, weil Sie eben angesprochen wurden und sehr schön dieses Modell eine Ehe ins Spiel eingebracht haben, die Metapher der Ehe ins Spiel eingebracht haben, weil als ich zugehört habe und mir gedacht habe, es gibt wahrscheinlich manchmal wie in jeder Ehe so kleine Streitereien und jeder Beziehung, aber oft haben die Ehen entwickeln, die Ehen Rituale, Versöhnungsrituale. Man geht zum Beispiel zusammen in die Sauna oder man guckt einen Film, den man während der Honeymoons gesehen hat oder macht eine Reise zu einem Ort, der beide zusammengebracht hat. Was wäre Ihr Rat in Situationen solcher Beziehungssackgassen, interkulturellen Beziehungssackgassen? Ich hoffe, Sie hören mich noch. Hören Sie mich noch? Ja, okay, super. Super, danke, weil ich hier Sie nicht mehr sehe. Deswegen dachte ich mir, dass es technisch nicht mehr funktioniert, aber das freut mich. Genau, es gibt ja übrigens sehr viele deutsch-polnische Ehen. Ich glaube, die meisten binationalen Ehen sind inzwischen Deutschen und Polen, so apropos Ehe. Eine Sache, also Eingeständnisse auf der deutschen Seite wurden gemacht, tatsächlich. Also es gab ja so spätes Bekenntnis dazu, dass man hätte ja auf die Mittelosteuropäer, die Polen, die Balten, die Tschechen, die Slowaken hören sollen mit ihrer Einschätzung. Man hätte niemals dieses Projekt Nord Stream 2 bauen dürfen nach der Krim-Besetzung. Da sind wir uns alle mittlerweile einig.
Aber Sie haben, Professor Lammert, auch das Vertrauensverhältnis angesprochen. Und ich bin dessen bewusst, dass es auf der Regierungsebene, auf der politischen Ebene eine andere Stimmung herrscht als auf der gesellschaftlichen, zivilgesellschaftlichen Ebene zwischen Polen und Deutschland. Trotzdem hat seit 2015 die polnische Regierung sich sehr darum bemüht, das meine ich jetzt sarkastisch, dass das Verhältnis immer schlechter wird, auch auf der zivilgesellschaftlichen Ebene. Es gibt immer wieder, es wird so wie eingeträufelt, wie eine Art Gift in diesem Sprechen, in dieses Narrativ, eine antideutsche, antieuropäische Stimmung. Und Europa ist sehr oft Berlin und Brüssel. Die zwei werden immer genannt. Und diese antideutsche Stimmung. Jetzt startet die Wahlkampagne schon in Polen, im nächsten Herbst in den Wahlen statt. Wir sind alle sehr gespannt, wie sie ausgehen. Aber hier spielt man sehr stark mit der antideutschen Karte. Und es gab einen sehr guten Linguisten früher, Viktor Klemperer, der gesagt hat, Worte sind wie Arsen, kleine Arsendosen. Man merkt ja nicht die Wirkung, die Giftwirkung, aber irgendwann ist der ganze Körper vergiftet. Und so ist es ähnlich mit dieser Rhetorik der rechtsnationalen Regierung, dass es auch durchsickert in die breiten Bevölkerungsschichten. Auch diejenigen, die sehr deutschlandaffin waren, sehr pro-deutsch waren, sehr pro-europäisch. Und jetzt die russische Invasion auf die Ukraine und die zögerliche Politik Deutschlands, die angekündigte Zeitenwende, die letztendlich nicht so stattgefunden hat, wie man sich erhofft hat von einem Land wie Deutschland, hat ja dazu geführt, dass diese eingeträufelte Gift der rechtsnationalen Regierung Früchte trägt, auch in diesen Bevölkerungsschichten, die sich dann fragen, ganz öffentlich auch fragen, können wir Deutschland vertrauen? Sind wir sicher? Das ist, ich spreche das aus, weil das einfach ein hier zu spüren ist. Was mir persönlich Angst macht, und da gebe ich Ihnen auch recht, das ist die Aufgabe der politischen Stiftungen, egal jetzt welche Partei, dass wir daran arbeiten, dieses Vertrauensverhältnis aufrechtzuerhalten. Auf der kleinen Ebene, bei Grassroots-Initiativen, auf der zivilgesellschaftlichen Ebene. Das ist verdammt viel Arbeit, weil verdammt viel kaputt gegangen ist in diese doch relativ kurzen Zeit. Und da sind wir auf beiden Seiten gefragt. Polen wie Deutschland immer wieder versuchen, und auch wenn man ein bisschen müde ist und denkt sich, ach nee, ne, die schon wieder mit ihrem Top-Suchtanfall schmeißen sich auf den Boden und beklagen sie, dass man denen nicht auf Augenhöhe begegnet. Ist ein bisschen schwierig, wenn man auf dem Boden liegt und schreit. Trotzdem, weiter im Gespräch bleiben, weiter versuchen. Wir haben so viele multiple Krisen. Wir haben einen Krieg mitten in Europa. Wir haben eine Energiekrise. Wir haben eine Umweltkatastrophe. Uns fehlt Wasser. Wir verbrennen fast mittlerweile im Sommer, etc. pp. Wir haben eine Ernährungskrise auf uns zu rollen. Es gibt so viele Sachen. Es ist egal, wo wir hinschauen in der Welt, ist es gerade nirgends so richtig ruhig. Und da brauchen wir einander. Wir kommen nicht als einzelne Nationalstaaten zurück, sondern wir brauchen einander und vor allem Nachbarn brauchen einander. Und ich hoffe sehr, dass Polen und Deutschland doch zueinander finden und das Verhältnis wieder besser wird. Wie gesagt, wie in der Ehe, es gibt Krisen, aber die heißt es, sich an den gemeinsamen Tisch zu setzen und trotzdem Gespräch suchen, auch wenn die andere Seite gerade beleidigt tut oder tobt oder einen beschimpft. Immer wieder Gespräch suchen. Das ist ja etwas, was wir hier auch in Warschau versuchen, auch mit den Kollegen der anderen Stiftungen. Und das wünsche ich mir auch von Ihnen. Und das, was der Herr da aus dem Publikum erzählt hat, ist auch ein Teil meiner persönlichen Geschichte, weil mein Großvater, der aus der Nähe von Lemberg stammt, ist in ein Haus gekommen, wo noch die dampfende Suppe auf dem Tisch stand. Von den Menschen, von Deutschen, die da gewohnt haben in diesem Haus. Und die haben sich dann später in den 80er Jahren, lagen sie auch in den Armen. Und das war etwas, was sehr bewegend ist und wo wirkliche Versöhnung funktioniert. Und die ist möglich. Danke.
Ja, meine Damen und Herren, wir brauchen einander nicht nur in dieser Runde, sondern auch am Imbiss, an Möglichkeiten, die diese lockere Atmosphäre uns bieten können. Wenn ich mir einen kleinen Kommentar oder Abschlusskommentar als Ukrainer erlauben darf, das war für mich sehr bewegend, diesen Moment beizuwohnen, weil zwischen Ukraine und Polen dieser Dialog auch eine ganz große Rolle spielt für die heutige Ukraine und er ist schon im Gange, der war schon seit auch während des Kalten Krieges im Gange in der Diaspora, im Exil. Ich habe aber das Gefühl, wir haben am Anfang über die Sicherheit gesprochen, wie groß das Sicherheitsbedürfnis geworden ist, auch bei unseren Nachbarn Polen hier, bei der Ukraine sowieso. Und gleichzeitig denke ich, dass die Geschichte des deutsch-polnischen Verhältnisses nicht nur Geschichte des Schutzes ist, sondern Geschichte von Menschen, die immer wieder über den Graben hinausgegangen sind, immer wieder gewagt haben, die Tür zu oft zu öffnen, auch die Kränkungen auszuhalten, die Verletzungen auszuhalten und sich auf den anderen zuzubewegen, ihm auch Fehler zuzugestehen. Und mein Eindruck ist, dass wir sowas im deutsch-polnischen, polnisch-ukrainischen Verhältnis haben, aber was das ukrainisch-russische Verhältnis ist, das historisch viel enger war teilweise oder sehr, sehr eng war, manchmal enger als deutsch-polnische oder polnisch-ukrainisches Verhältnis, ja, dass für dieses Verhältnis solche Figuren und solche Narrative gefehlt haben. Ja. Und deswegen war das für mich bewegend, weil dieses Treffen für mich wie so ein, ja, so eine Reise in die Zukunft ist, eine Reise in die Zukunft nicht nur des ukrainisch-polnischen Verhältnisses, das in dieser Krise natürlich sehr, sehr, sehr gestärkt werden wird und eine große, durch diese enorme Solidarität, die Polen gezeigt haben, auch enorme Toleranz. Aber ich denke, diese Großzügigkeit und Toleranz, dieses Potenzial wird auch die verletzte und traumatisierte Ukraine brauchen, um zum Frieden zu finden. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir aus diesem deutsch-polnischen Dialog lernen. Ja, vielen Dank.